Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen der Friedrich-Ebert-Stiftung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer Diskussion hier in Berlin. Wir freuen uns, dass endlich wieder auch ein leibhaftiges Podium und Publikum im Raum ist. Ich begrüße aber genauso herzlich unsere Zuschauenden an dem Livestream, wo ja jetzt einfach seit der Pandemie sich die Möglichkeiten deutlich verbessert haben, dass man von allen Orten der Welt oder fast allen Orten an einer solchen Diskussion zumindest passiv teilnehmen kann. Wir haben im Vorfeld auch viele Leute geschrieben, dass sie eben heute nicht persönlich anwesend sein können, dass sie aber jetzt über den Livestream an unserer Diskussion sehr interessiert sind. Mein Name ist Philipp Kufferath, ich bin Referent im Referat Public History der Friedrich-Ebert-Stiftung, und als ich vor etwa einem Jahr die Idee für diese Veranstaltung hatte, konnte ich noch nicht ahnen, dass wir jetzt so eine sehr aktuelle Brisanz bei diesem Themenfeld haben. Unsere Reihe Geschichte macht Zukunft, die wir vom Archiv vor rund 2 Jahren entwickelt haben, hat aber auch die Zielsetzung, dass man brennende Themen der Gegenwart mit einer langfristigen historischen Analyse verbindet und damit die oft impressionistischen und polarisierten Debatten der Gegenwart mit etwas historischer Schärfe und Tiefe bereichert. Und wir wollen aber auch einen Gedanken berücksichtigen, der über den Medienstaatsvertrag und auch das letzte Urteil des Bundesverfassungsgerichts auch dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Maxim vorgegeben wird, dass wir nicht das Sensationelle in den Vordergrund stellen wollen, sondern und auch keine populistische Kritik an einzelnen Phänomenen in erster Linie machen, sondern eben mit der fachlichen Expertise, die heute hier versammelt ist, über die aktuellen Herausforderungen sprechen. Das heißt natürlich nicht, dass wir aktuelle Themen und Konflikte aussparen wollen, die vielleicht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder der Medienpolitik insgesamt unangenehm. Ganz im Gegenteil. Der Titel unserer Veranstaltung bringt bereits zum Ausdruck, dass das Mediensystem eine ganz zentrale Bedeutung sowohl für den demokratischen Diskurs als auch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat. Auch aus historischer Perspektive und im internationalen Vergleich kann man zeigen, dass Gesellschaften mit einem freien öffentlich-rechtlichen Mediensystem stabilere Demokratien sind. Dabei muss man natürlich auch beachten, dass unter dem Begriff international auch sehr unterschiedliche Medien verstanden wissen. Wir haben in einer Publikationsreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung auch versucht, dass in vielen Ländern große Debatten um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gerade stattfinden. Also wir konzentrieren uns heute auf die Situation in Deutschland, wissen aber, dass die aktuellen Kontroversen, die sich jetzt gerade entzünden, in Deutschland nicht alleine sind, dass wir international eine sehr große Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben. Und der Skandal beim RBB ist ein Kristallisationspunkt für sehr vielstimmige Kritik von ganz unterschiedlicher Qualität, die eben etwas tiefer liegt und die mit einem sorgfältigen Umgang verlangt. Die Bundesländer haben auch den Reformbedarf erkannt und in den letzten Jahren mit sehr vielen schwierigen Kompromissen einen Medienänderungsstaatsvertrag erarbeitet. Er steht nun vor der Ratifizierung durch die Parlamente. Die Zielsetzung ist eine Reform des Auftrags und der Struktur, also ein sehr großes Vorhaben, unter anderem durch eine größere Flexibilität für die Sender im linearen Programm, durch eine Stärkung der Mediatheken und der Kooperationen, aber auch durch eine Ertüchtigung der Gremien und durch einen Diskurs, Dialog mit dem Publikum. Wir wollen heute im Laufe des Gesprächs auch klären, wie diese Ziele eigentlich umgesetzt werden können und ob noch weitere Reformen notwendig wären. Jetzt möchte ich Ihnen aber noch ganz kurz die Gäste unseres heutigen Abends vorstellen. Wir werden gleich einsteigen mit einem Impulsvortrag des Medienhistorikers Hans-Ulrich Wagner. Er sitzt hier vorne. Er ist Medienhistoriker beim Leibniz-Institut für Medienforschung, auch Hans-Bredow-Institut genannt, und einer der besten Kenner der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland. Als weitere Gäste darf ich anschließend dann auf dem Podium begrüßen Heike Raab, Staatssekretärin sowie Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Medien und Europa. Sie koordiniert unter anderem die Rundfunkkommission der Länder, also sie weiß um die Schwierigkeiten, auf dieser Ebene einen tragfähigen Kompromiss zu finden. Sie ist aber außerdem auch die Co-Vorsitzende der Medien- und Netzpolitischen Kommission des Parteivorstands der SPD. Als weiteren Gast begrüße ich Jürgen Betz, der eine sehr lange Karriere
beim Hessischen Rundfunk hinter sich hat, zuletzt als juristischer Direktor und Mitglied der Geschäftsleitung. Und er setzt sich auch in seinem Ruhestand mit seiner juristischen Expertise und seinen Erfahrungen für die Erneuerung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ein. Unter anderem ist er auch Mitglied der Historischen Kommission der ARD. Als weiteren Gast begrüße ich Andreas Meyer-Lauber. Er war bis zum letzten Jahr noch Vorsitzender des WDR-Rundfunkrats und weiß aus seinen Erfahrungen in diesem Kontrollgremium, sowie als Vorsitzender der Gremienvorsitzendenkonferenz, um die Schwierigkeit, die Sender kompetent und effizient im Sinne der Allgemeinheit zu beraten und zu kontrollieren. Und als ehemaliger Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sowie des Deutschen Gewerkschaftsbunds in Nordrhein-Westfalen steht er zudem für die Perspektive der Arbeitnehmerschaft. Gern hätte ich heute auch Friederike von Kirchbach als eine Vertreterin der evangelischen Kirche mit einer ostdeutschen Biografie in unserer Runde begrüßt. Sie hat auch im Vorfeld mehrfach ihr großes Interesse an unserer Fragestellung betont. Mit ihrem Rücktritt als Vorsitzende des RBB-Rundfunkrats im Zuge des aktuellen Skandals um den mutmaßlichen Betrug der ehemaligen Intendantin hat sie jedoch auch ihre Teilnahme absagen müssen. Unsere Diskussion heute Abend wird moderiert von Mandy Tröger, die selbst als Medienwissenschaftlerin und Journalistin eine Expertin in unserer heutigen Thematik ist. Sie hat unter anderem über den Umbruch des Mediensystems in Ostdeutschland nach 1989 promoviert und sie ist Kolumnistin bei der Berliner Zeitung. Jetzt noch zwei, drei Worte zum Ablauf. Wir werden jetzt einen Impulsvortrag, wie erwähnt, von Hans-Ulrich Wagner hören, der in etwa 20 Minuten etwas über die Akteure, die Argumente und die Auseinandersetzungen der letzten 75 Jahre Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geben wird. Anschließend wird das Gespräch mit dem historischen Einstieg dann überleiten zu den grundlegenden Themen des aktuellen Diskurses, die Herausforderungen der Sender und was eben Politik und Gesellschaft in dieser Situation machen. Und wir wollen aber auch Ihnen, liebe Teilnehmende und Teilnehmende der heutigen Veranstaltung, gern den Raum für Fragen, für Kommentare im Anschluss geben. Jetzt wünsche ich uns einen spannenden Nachmittag und ich übergebe an Herrn Wagner. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung, für die Anmoderation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich beginne mit einem Zitat. Aus der Dunkelheit kann kein Licht kommen. Nur im Hellen kann das politische Leben gedeihen. Darum brauchen wir eine wohlgeordnete und klare Ordnung, in der ersichtlich ist, welche politischen Kräfte in der Gestaltung des NWDA, und ich ergänze jetzt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks insgesamt, mitwirken. Soweit ein Zitat von 1948. Sie haben es gehört, ich bin ausdrücklich eingeladen, als Historiker zu Ihnen zu sprechen und als Medienhistoriker der Diskussionsrunde einen Impulsvortrag vorauszuschicken. Dabei ist die aktuelle Auseinandersetzung übermächtig, sie beherrscht die Schlagzeilen, erregt die Gemüter. Warum also eine Zeitreise, ein Blick auf Entwicklungslinien? Nun, weil es aufschlussreich sein kann, zu verstehen, auf welchen Handlungen und Entscheidungen jene Strukturen basieren, über die heute so leidenschaftlich gestritten wird. Welche Akteure haben seit den Nachkriegsjahren versucht, eine Form der Organisation von Rundfunk zu etablieren, zu reformieren und immer wieder funktionstüchtig zu halten? Eine Organisationsform, die eben nicht Staatsfunk ist, nicht dem unmittelbaren Zugriff von Regierungsstellen, Behörden ausgesetzt ist. Eine Organisationsform, die aber dem Rundfunk eben auch nicht dem freien Spiel der Marktkräfte aussetzt. Also etwas dazwischen. Etwas mit regulierter Selbstregulierung, mit Staatsverträgen und mit Programmaufträgen, beitragsfinanziert und einer Kontrolle des Finanzbedarfs unterworfen. Etwas mit Gemeinwohlorientierung, etwas, das der Allgemeinheit verpflichtet ist, der Allgemeinheit in seiner Gänze, also nicht einigen wenigen und nicht nur bestimmten Gruppen. Wem gehört der Rundfunk? Fragte die Historische Kommission der ARD beim 70. Geburtstag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 2018. Und Heinz Gleßgen, ihr damaliger Vorsitzender, gab die einfache, naheliegende Antwort: uns allen, der Gesellschaft.
Über diesen Rundfunk der Gesellschaft, wie ihn der Kommunikationswissenschaftler Wolfgang Langenbucher bezeichnet, sprechen wir also. Einen öffentlichen Dienst, einen Dienstleister, der seit Anfang der 2000er Jahre seinen Public Value aufzeigen muss und seit den 2010er Jahren seine Contributions to Society unter Beweis stellen soll. Meine These also: Jede Gesellschaft hat den Rundfunk, den sie verdient, zugespitzter. Jede Gesellschaft hat den Rundfunk, den sie sich verdient. Damit komme ich auf die Geschichte zurück. Als Medienhistoriker könnte ich eine Fülle von Akteuren, von Argumenten, von Auseinandersetzungen aus bald 75 Jahren öffentlich-rechtlicher Rundfunkgeschichte bieten. Die wenigen Beispiele, die ich in der Folge ausgewählt habe, fokussieren dabei, auch angesichts der aktuellen Debatte, vor allem die Gremien, also die Rundfunk- und Verwaltungsräte als Organe, die Binnenkontrolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Lassen Sie mich auf das Eingangszitat zurückkommen. Das Zitat stammt, wie gesagt, aus dem Jahr 1948. Da ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Norddeutschland gerade mal ein paar Wochen alt. Das Zitat stammt aus der Feder der SPD. Und es zeigt die erbitterte Ablehnung der Gremien. Beim NWDR hießen die damals Hauptausschuss und Verwaltungsrat. Die damaligen SPD-Medienpolitiker legen in einer Denkschrift über Verfassung und Programmgestaltung des NWDR den Finger in eine Wunde, in ein Geburtsproblem des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wer bestimmt den Rundfunkrat? Wer soll in diesem Organ sitzen? Und welches Mandat übernehmen die Mitglieder? Fragen also, die letztlich genau so heute gestellt werden. 1948 war für die SPD, und jetzt muss ich fairerweise dazu sagen, nicht nur für die SPD, sondern für alle Parteien in Deutschland, 1948 war klar, diese Gremien sind ständisch. Die sind nicht durch Wahlen demokratisch legitimiert. Dieses vermeintliche Geschenk der Briten, so etwas wie dem Board of Governors Vergleichbares zu errichten, lehnten sie ab. Der Anspruch von Parteipolitikern war deshalb: Wir sind es, die durch Wahlen legitimiert sind. Uns kommt es zu, den Rundfunk zu kontrollieren. Und der hohe Anteil von Regierungs- und Behördenvertretern, der ohnehin schon damals dabei war, der war ihnen noch zu wenig. Hugh Carlton Green, der britische Chief Controller und Architekt des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und dieses Checks and Balances-Systems, war total enttäuscht. Die Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik ist von Anfang an eine Geschichte unter Druck, unter dem Druck der Politik. Es will, es soll als Medium ein Wächter der Demokratie sein, und es muss sich permanent der direkten Einflussnahme erwehren. Unter Druck übrigens ist der Titel der Ausstellung des Hauses der Geschichte vor ein paar Jahren, wo es zum Thema Medien und Politik geht. Umgekehrt zeigen zeitgeschichtliche Studien, dass viele Journalistinnen und Journalisten eben genau diese Bewährungsproben ausgehalten haben und aushalten. Ohne eine kritische Medienöffentlichkeit wäre die Demokratiegeschichte der Nachkriegsbundesrepublik vollkommen anders verlaufen. Ohne die Medienintellektuellen wäre unser Einüben in diskursive Formen der Auseinandersetzung so nicht möglich gewesen. Nachdem ich jetzt den Hausherrn einleitend ein bisschen in Misskredit gebracht habe, um ihn natürlich auch gleichzeitig wieder zu retten, fahre ich mal weiter mit meinem eigenen Hausherrn, nämlich mit Herrn Bredow. Denn so wie es aussieht, ist er der Urheber des Wortes Rundfunkrat. Der ehemalige Reichsrundfunkkommissar Hans Bredow, also der Mann, der als politischer Beamter die privatrechtlich organisierten Sendegesellschaften in der Weimarer Republik unter sich hatte, dieser Vater des Rundfunks, der wird nach 1945 zum Berater der westalliierten Kontrolloffiziere und der deutschen Landtagsparlamentarier. Für die Lenkung und Überwachung des Rundfunks wird ein Rundfunkrat gebildet, heißt es in seinem Entwurf eines Rundfunkgesetzes 1947. Er fährt fort:
Rundfunkrat und Rundfunkanstalt sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit dem Recht der Selbstverwaltung im Rahmen des Gesetzes. Zitat Ende. Und dann schließt er noch an, der Rundfunkrat ist die Vertretung der Öffentlichkeit auf dem Gebiete des Rundfunks. Sie sehen, dass der Mann, der die zunehmende staatliche Einflussnahme vor 1933 aktiv miterlebte und der die direkte Kontrolle durch ein Propagandaministerium als Pensionär verfolgte, dass der zu einem Art Vorkämpfer eines Modells wird, das die Staatsfreiheit des Rundfunks betonte und explizit von der Rundfunkgemeinde sprach, der der Rundfunk gehöre. Also kein Expertengremium, wie das auch mittlerweile diskutiert wird, kein Fachkollegium, wie zum Beispiel die KEF oder die KEK es dann später wurden. Mit Interesse habe ich übrigens vor ein paar Tagen die Studie der neuen deutschen Medienmacherinnen gelesen. Sie stellen ihre aktuelle Frage, welche Gesellschaft denn die Rundfunkräte abbilden und wie man mehr Vielfalt in der Zusammensetzung erreichen könne, ausdrücklich in die Tradition von Hans Bredow. Ich will Ihnen aber nicht verheimlichen, dass dieser Vater des Rundfunks, nach dem unser Forschungsinstitut benannt ist, nicht immer so klare, eherne Positionen vertreten hat. 1952 sprach er sich klar für eine deutsche Rundfunkunion aus, also für eine nationale Einrichtung, die sehr viel stärker an die Bundesregierung gekoppelt werden sollte. Er sprach sich für einen nationalen Rundfunk mit einem zentralen Rundfunkrat aus. Herr Bundeskanzler Adenauer wird das gefreut haben. Umgesetzt wurde diese Forderung in der Folge nicht. Denn wie Sie alle wissen, wurde Adenauers Versuchen, Rundfunk auch national zu organisieren und dabei stärker durch die Bundesregierung und durch Bundesbehörden die Kontrolle auszuüben, ein Riegel vorgeschoben. Rundfunk ist Ländersache. Das Bundesverfassungsgericht formulierte in seinem ersten Rundfunkurteil von 1961 unmissverständlich, dass Rundfunk als kulturelles Gut Ländersache sei und dass die Gesetzgebungskompetenz für Rundfunkveranstaltungen den Ländern zukomme. Die Deutschlandfernsehen GmbH, das sogenannte Adenauerfernsehen, war damit gestoppt. Und damit haben wir einen der wirkmächtigsten Akteure aufgerufen, der seit dieser Zeit, 1961, die Organisationsentwicklung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks mitbestimmt, das Bundesverfassungsgericht. Der Medienrechtler Dieter Dörr stellt klar, was die normativen Grundlagen sind für die Entscheidungen zum Rundfunkrecht, nämlich Artikel 5 Absatz 1 Satz 2, wonach die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk zu gewährleisten sei. Das ist der Ausgangspunkt. Da baut alles darauf auf. Seit 1961 hat das Gericht in Karlsruhe vielfach zu Rundfunkfragen Stellung genommen. Aber vor allem hat es mit seinen mehr als 10 wegweisenden Rundfunkurteilen selbst die öffentlich-rechtliche Rundfunkgeschichte mitgeschrieben. Ich rufe jetzt hier einfach nur das jüngste Urteil ins Gedächtnis, das Urteil von 2014, das die Zusammensetzung der Aufsichtsgremien behandelte und klarer regelte, wie Staatsferne und wie Vielfaltsicherung garantiert werden sollen. Ein Zitat: Der Gesetzgeber hat dafür zu sorgen, dass bei der Bestellung der Mitglieder dieser Gremien möglichst unterschiedliche Gruppen und dabei neben großen, das öffentliche Leben bestimmenden Verbänden untereinander wechselnd auch kleinere Gruppierungen Berücksichtigung finden und auch nicht kohärent organisierte Perspektiven abgebildet werden. Und dann heißt es wenig später noch in diesem Urteil, der Anteil der staatlichen und staatsnahen Mitglieder darf insgesamt ein Drittel der gesetzlichen Mitglieder des jeweiligen Gremiums nicht übersteigen. Wie Sie wissen, musste daraufhin die Zusammensetzung des ZDF-Verwaltungsrates korrigiert werden. Aber gehen wir noch mal in der Geschichte zurück. Aus den vielen Auseinandersetzungen, die man erzählen könnte, führe ich noch ein Beispiel an, das sich in meiner Wahlheimat in Hamburg abspielte. Die Kündigungen des Staatsvertrags über den Norddeutschen Rundfunk durch die CDU-geführten Länder Schleswig-Holstein und Niedersachsen 1978.
Das ist komplex, das war alles landespolitisch motiviert. Vor allem die Berichterstattung des NDR wurde als zu kritisch erachtet. Was aber auch mitschwang, war die Forderung, das Parlament erhält Rundfunkhoheit zurück. In Kiel und in Hannover machte man kein Hehl daraus, dass man in den Landesparlamenten über die, Zitat, neuen technischen Entwicklungen, Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen, Videotext und vieles mehr, Zitat Ende, mitbestimmen wollte. Das ist die Zeitenwende hin zum dualen System in Deutschland, also zu einem Nebeneinander von privatwirtschaftlich organisiertem Rundfunk und eben öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Und das sollte von der Politik mitgestaltet werden. Diese Dynamik dieser 80er Jahre setzte sich dann in den Wende- und Nachwendejahren fort. Das Prinzip öffentlich-rechtlicher Rundfunk stand außer Frage. Und in den Jahren nach 1989 tobte eher ein Krieg der machtpolitischen Umsetzung. Und die führte nach langen wechselvollen Ereignissen zu folgender Organisation, dass es eben eine Mehrländeranstalt in Mitteldeutschland gibt, dass es einen Abschluss eines NDR-Staatsvertrages gab, dem das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern mit unterzeichnete, und schließlich sehr wechselvolle Fusionsgeschichten, die zum Deutschlandradio Kultur und zum RBB geführt haben. Also eine Transformation und eine Neustrukturierung des dann abgewickelten DDR-Rundfunks, die eindeutig westdeutsch dominiert wurde und in Ostdeutschland nicht selten, ja sogar kolonialistisch wahrgenommen worden ist. An der Stelle muss ich die Zeitreise bereits in die Zielgerade führen. Was ich versuchte aufscheinen zu lassen, ist die These, das öffentlich-rechtliche Prinzip ist das Modell des Dazwischen. Es ist nicht Staatsrundfunk und es ist kein marktorientiertes Unternehmen. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk weitgehend staatsunabhängig sein soll, dass er kein von Regierungen gegängeltes Medium werden soll, wie wir es eben leider in einigen und eben auch europäischen Staaten beobachten, ist wahrscheinlich hier schnell konsensfähig. Dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mehr und mehr einem angeblich freien Markt überlassen sein soll, taucht immer wieder als Forderung auf. In der Diskussion um ein Verlegerfernsehen in den 1950-60er Jahren, in der Diskussion, welche Aufgaben denn den Öffentlich-Rechtlichen zukommt, wenn wir doch seit den 1980er Jahren so viele bunte private Radio- und Fernsehanbieter in Deutschland haben. Ich erinnere mich sehr gut an ein politisch motiviertes Gutachten des Freiheitsinstituts vom Mai 2015. Dieses Institut skizzierte eine liberale Rundfunkordnung für die Zukunft. Und das sorgte damals für Schlagzeilen. Also es zeigt aber eben auch, es gab und gibt sie immer wieder die Privatisierer, deren Credo unbeeindruckt lautet, der Markt regelt alles. Dass man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in den Zeiten eines inzwischen riesengroß gewordenen Medienensembles in einem Markt der großen Medienunternehmen, Plattformanbietern, Streamingdiensten, Social-Media-Akteuren aufgehen lassen will, klingt naheliegend, klingt verlockend. Aber umso dringlicher sind dann eben auch die Gegenfragen nach den bestimmenden Orientierungsleistungen, nach Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, nach Unabhängigkeit in der vermeintlichen Vielfalt zu stellen. Damit ist von allen Governance-Modellen, die es gibt, der ÖR, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, eindeutig das komplizierteste, es ist das anfälligste und das meist diskutierte Modell. Für Letzteres gilt gut so. Wir sollten uns dieses Modell leisten, das ist meine persönliche Meinung. Leisten im pekuniären Sinn. Ja, wir sollten uns als Gesellschaft ein solches beitragsfinanziertes Medium leisten. Ich betone das Wort Beitrag, das eben im Gegensatz zu Gebühr keine konkrete Leistung bezahlt, sondern als Beitrag etwas Prinzipielles mitträgt. In einigen Nachbarländern regelt man das mittlerweile über eine Steuer. In Deutschland, nach den Erfahrungen des sogenannten Dritten Reiches, hat man das zunächst einmal nicht gewollt. Und der Streit um die Festsetzung der Beitragshöhe in den entsprechenden Landesparlamenten zeigt, wie politisiert das Feld ist.
leisten im pekuniären Sinn, leisten, aber auch, wenn Sie so wollen, im Sinne des Streitens. Ja, wir sollten permanent aushandeln, was öffentlich-rechtlich heißt. Wie wir das Prinzip noch besser in die Realität umsetzen können. Wir müssen permanent aushandeln, was wir darunter verstehen und was wir wollen. Das ist übrigens ein Aushandlungsprozess, an dem alle daran teilhaben sollten. Warum funktioniert das mit der Partizipation eigentlich so schlecht? Wie schaffen wir es, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sagen, das ist mein Rundfunk? Warum klappt das nicht so gut? Ein letztes Wort als fachdisziplinärer Medienhistoriker. All die Fehler, Missstände, Krisen, Skandale, davon leben Historiker. Denn die Dokumente aus solchen Auseinandersetzungen zeigen uns, was eine Gesellschaft auszeichnet. Sie legen offen, was sie glaubt, ändern zu müssen, was dabei ihre Grundannahmen sind, was ihre Leitlinien sind, ihre Wertvorstellungen sind. Insofern habe ich anfangs gesagt, jede Gesellschaft hat den Rundfunk, den sie verdient, und jede Gesellschaft hat den Rundfunk, den sie sich verdient. Die permanente Aushandlung geht also weiter. In welcher Demokratie möchten wir leben und welche Grundpfeiler wollen wir errichten? Das heißt, welche Formen von journalistischer Qualität und Glaubwürdigkeit wollen wir? Welche Angebote wollen wir? Angebote, die Wissen erzeugen, was die anderen denn so machen, wie die leben? Und schließlich, welche Kulturleistungen erachten wir für unverzichtbar für unser gesellschaftliches Zusammenleben? Insofern freue ich mich sehr auf die anschließende Diskussion und bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das Mikrofon ist an. Sehr gut. Einen schönen guten Tag nochmal von mir. Mein Name ist Mandy Tröger. Ich habe das große Vergnügen, Sie heute Abend durch diesen Abend ein wenig zu führen und quasi die geballte Expertise an Fachwissen hier auf dem Podium mit Ihnen teilen zu können. Vielen Dank auch nochmal, Herr Wagner, für diesen wirklich interessanten Impulsvortrag. Was ich aus dem nehme, waren auch gleich die Anfangsworte oder die Anfangsfrage, wem gehört der Rundfunk? Und die Antwort war uns allen. Das ist gut, sich das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen, denn dieses Wochenende gab es in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel mit dem Titel ARD, ZDF und Deutschlandradio, wer kontrolliert eigentlich die Öffentlich-Rechtlichen? Und versprochen wurde in diesem Artikel ein Überblick für alle, die mitreden wollen. Also das Problem hier war, anscheinend verstehen Normalbürgerinnen nicht mehr, dass dieses historisch gewachsene System. Ein Fazit des Artikels war, und jetzt zitiere ich, das öffentlich-rechtliche System in diesem Land ist föderal und staatsfern, kompliziert und behäbig, riesig und kleinteilig. Dass man es so schwer versteht, ist Teil des Eindrucks von Intransparenz. So, Herr Meyer-Lauber, gehen Sie mit dieser Einschätzung mit? Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk kompliziert, behäbig, riesig und kleinteilig? Und ist das ein Teil des Problems? Naja, wie alle größeren gesellschaftlichen Gebilde ist er vielgliedrig, kleinteilig, hat aber große Linien. Herr Wagner hat ja einen guten Aufschlag gemacht. Keine Marktsteuerung, aber auch nicht privat sollte es sein. Daher dieses Zwischending öffentlich-rechtliche Anstalt. Aus meiner Sicht immer noch eine gute Lösung. Und ich sage deutlich, im Unterschied zu allen anderen ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk kein Unternehmen. Ich halte den Begriff schon für falsch, sondern ist ein Teil der Demokratie und ihrer Institutionen. Das wirft einen anderen Blick drauf, dass es kompliziert ist. Ich war mal etliche Jahre in einem Aufsichtsrat von einem Stahlkonzern. Und da können Sie auch nicht glauben, dass das einfach ist und unkompliziert. Rund um die Welt wurden die Produkte gehandelt. Ich habe gelernt, dass binnen 5 Jahren
über 50% der Produkte neu sind. Man denkt immer, Stahl gab es doch schon immer und Rohre und sonst was konnten die da machen. Nein, ist überhaupt nicht so, sondern es ist hochkomplex. Da steckt wissenschaftliches Know-how drin, da steckt Entwicklung und Forschung drin. Da stecken die verzwickten Dinge, die auf internationalen Märkten passieren, mit drin. Also kurz zusammengefasst, wenn es gar zu einfach und zu simpel ist, kann es in unserer heutigen Gesellschaft und bei den Ansprüchen der Gesellschaft auf der einen Seite und der Globalisierung auf der anderen Seite nicht funktionieren. So, jetzt sehe ich mich ja hier so ein bisschen in der Rolle, auch trotzdem Licht in den Dschungel zu bringen. Und eigentlich ist die Aufsicht der Öffentlich-Rechtlichen relativ einfach konstruiert, sage ich mal. Sie haben den Intendanten und die entsprechende Intendantenverfassung in den Sendern. Und Sie haben zwei Gremien. Das Urgremium ist der Rundfunkrat. Und das abgeleitete, gewählte Gremium ist der Verwaltungsrat. Und wenn Sie es einfach machen wollen, der Verwaltungsrat beschäftigt sich mit der Geschäftspolitik, mit Verträgen, mit Maschinen, die eingekauft werden und weiß ich was allem, auch mit Gehältern und Tarifverträgen. Und der Rundfunkrat hat den Schwerpunkt beim Programm, aber er hat ein Haushaltsrecht. So ähnlich wie die Parlamente in den Ländern und im Bund auch. Das heißt, am Ende wird der Haushalt des Senders vom Rundfunkrat beschlossen und wenn der nicht zustimmt, gibt es keinen Haushalt. Und er wählt den Intendanten, das ist jetzt auch, oder die Intendantin. Damit ist so die Grobstruktur erstmal geklärt und dann kommen wir in die Mühen der Ebenen, aber das machen wir dann vielleicht später. Okay, also für diejenigen von Ihnen, die noch nicht wussten, wie ungefähr die Strukturen sind, jetzt haben Sie eine grobe Idee. Aktuell ist es ja nun wirklich so, dass aufgrund der aktuellen Situation beim RBB viel in der Presse berichtet wird über diesen Fall und dass wir eben auch wahrscheinlich selten so oft Wörter hören wie Rundfunkrat, Verwaltungsrat und so weiter. Dieser aktuelle Fall, auf den wir uns hier natürlich, den können wir nicht komplett ausblenden, der wird einfach gerade aus verschiedenen politischen Ecken für eigene Ziele benutzt. Also da geht es von der Abschaffung der Rundfunkräte bis zur, wie Herr Friedrich Merz, CDU-Chef, aktuell in einem Interview sagte, die ganze Legitimationsgrundlage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks könnte potenziell in Frage gestellt werden. Also es gibt viel Diskussion. Nun frage ich Sie, Frau Raab, was denken Sie denn? Gehen die aktuellen Diskussionen, die wir jetzt auch im Rahmen der Krise haben, am eigentlichen Ziel vorbei? Worüber müssten wir denn eigentlich reden? Wir müssen darüber reden, wie wir unsere Demokratie weiterentwickeln wollen und wie wir Pluralismus und Vielfalt sichern wollen in einem Europa, das ja auch in einer, wie, es geht um Medienfreiheit und eben auch die Demokratiefreiheit. Und ich will das genauso hoch und abstrakt auch benennen, denn das System, das dahinter steht und das eben auch in dem Impulsvortrag ja genannt worden ist, zeigt ja auch die Genese. Es war ganz klar in der Nachkriegszeit in Deutschland nie wieder staatliche Propaganda, wie wir sie im Nationalsozialismus erlebt haben. Und wir sehen im Ukraine-Krieg, dass was als erstes in einem Krieg auf der Strecke bleibt, ist die Wahrheit. Und das war auch das Bestreben der Alliierten, nämlich politisch eine Medienlandschaft, damals klar Rundfunklandschaft, aufzustellen, wo auch Korrektive eingebaut werden, deshalb im föderalen System einerseits verankert kein Zentralismus. Und das Zweite ist es, und ich bin Herrn Meyer-Lauber dankbar, dass er es so klar formuliert hat, was sind die Aufgaben des Rundfunkrates und was sind die Aufgaben eines Verwaltungsrates. Das ist wie in einem kommunalen Parlament. In der repräsentativen Demokratie ist es eben schwierig, immer eine Volksabstimmung über das ein oder andere herbeizuführen, sondern wir brauchen Frauen und Männer, die repräsentativ für die gesamte Gesellschaft die Stimme der Gesellschaft erheben können. Und deshalb ist versucht worden, eben auch hier diese Organe zu besetzen. Und wie ja eben richtig zitiert worden ist, das war das ZDF-Urteil aus 2014, was im ZDF-Staatsvertrag 2016 umgesetzt worden ist. Da ist ja auch versucht worden, die Staatsbank, ein Drittellösung, verschiedene Körbe der Gesellschaft so aufzunehmen, dass jüngere und ältere Frauen und Männer und Gesellschaft im Wandel eben abgebildet wird.
Und Gesellschaft ist ja heute auch 2022 nicht mehr so wie 1948 gewesen. Es gibt ja gesellschaftliche Gruppen, die haben an Bedeutung gewonnen, andere haben an Bedeutung verloren. Und so wie es beim ZDF-Staatsvertrag gehandhabt worden ist, ist es auch jetzt in verschiedenen Novellen, wir reden hier über ein sehr kompliziertes System, wir haben 9 ARD-Staatsverträge, also Staatsverträge, die verschiedenen ARD-Anstalten bilden. Wir haben einen ZDF-Staatsvertrag und wir haben einen Deutschlandradio-Staatsvertrag. Deutsche Welle lasse ich außen vor, weil sie nicht Teil des öffentlich-rechtlichen Systems im eigentlichen Sinne ist. Und das zeigt eben auch, dass dieses sehr dezentrale, sehr föderal orientierte Gebilde eben auch auch immer sehr breit diskutiert werden muss. Und in der Rundfunkkommission der Länder gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Wenn wir Veränderungen vornehmen, bei den Staatsverträgen geht das bei dem Medienstaatsvertrag, früher waren es die Rundfunkstaatsverträge, oder beim ZDF oder beim Deutschlandradio, und bei den 9 Staatsverträgen, die ARD-Anstalten bilden, sind es immer unterschiedliche Landesparlamente, die dafür zuständig sind. Und in diesem vielfältigen System ist, glaube ich, auch die gesamte Vielfalt der Bundesrepublik Deutschland auf die eine oder andere Weise abgebildet. Ich sage damit nicht, dass das immer, dass wir da nie Reformbedarfe haben. Wir sehen immer wieder Reformbedarfe, weil Gesellschaft eben auch im Wandel ist, Demokratie ist im Wandel. Und deshalb sind wir jetzt auch in der Erarbeitung einer Novelle des Medienstaatsvertrages. Die haben wir im Sommer auch, wie es eben richtig gesagt worden ist von Herrn Kufferath, in die 16 Landesparlamente gegeben. Und die hat 3 Kernelemente. Das eine ist, den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der digitalen Welt neu zu justieren, denn digitale Transformation muss auch im öffentlich-rechtlichen System möglich sein. Dazu gehört zweitens die Flexibilisierung eben des Programms, da können wir gerne noch intensiver drauf eingehen. Und drittens, und dieses haben wir lange bevor der aktuellen Debatte um den RBB begonnen, auch eine Stärkung der Gremien, eben als Stimme der Gesellschaft, aber auch als Parlamente der Anstalten, mit eben weiteren Berichtsfunktionen für die Länderparlamente. Und was wir auch aufnehmen, ist einen Publikumsdialog. Wir haben gesehen, dass es wichtig ist in der Demokratie, dass die Medien sich dem Dialog mit der Gesellschaft stellen müssen. Das haben wir nach No Billag in der Schweiz gesehen, die das jetzt auch verstärkt tun. Das hat unter dem ARD-Vorsitz des WDR, haben sie dort in der ARD einen Zukunftsdialog begonnen. Und ich sage ganz ehrlich, es ist nicht meine Aufgabe als Koordinatorin der Rundfunkkommission zu erklären, warum es den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, sondern das muss aus den Anstalten herauskommen. Und deshalb wollten wir diese Impulse von der Schweiz bis zum WDR aufnehmen und wollen auch diese im Staatsvertrag festsetzen. Und ich sage einfach, diese Novelle ist wichtiger denn je geworden. Und deshalb hoffe ich um Zustimmung in den 16 Länderparlamenten. Da würde ich gleich mal gerne nachhaken. Denken Sie, dass es aufgrund der aktuellen Krise hier nochmal eine Überarbeitung geben wird oder dass nochmal an die Novelle rangegangen wird? Das, was ich gerade geschildert habe, zeigt, glaube ich, dass wir ziemlich up to date sind. Ja. Und wir haben vorher auch eine sehr breite Online-Konsultation durchgeführt. Und das ist etwas, was wir in den letzten Jahren entwickelt. Ich darf diese Aufgabe jetzt schon im 8. Jahr wahrnehmen. Und wir haben, als wir von Rundfunkstaatsverträgen auf Medienstaatsverträge geswitcht sind, das erste super breite Online-Beteiligungsverfahren gehabt. Und da haben wir weit über 1000 Eingaben gehabt. Und das hat uns darin bestärkt, dass wir den Dialog suchen. Und so haben wir auch jetzt hier diesen 3. Medienstaatsvertrag von Mitte November bis Mitte Januar zur Diskussion gestellt. Und wir haben knapp 2700 Rückmeldungen bekommen, 70 aus den Organisationen und Verbänden, die erwartet man immer. Das heißt aber, 2600 kamen aus der Mitte der Gesellschaft, und da haben wir sehr viele Impulse bekommen,
und die bezogen sich auch auf Gremienkontrolle und deshalb konnten wir es auch schon aufnehmen. Mhm. Und wir haben nicht irgendeinen bestimmten Skandal aufgenommen, sondern wir wollen das System klug mit der Gesellschaft weiterentwickeln. Mhm. Herr Witz, Sie haben jetzt mal fleißig genickt, also sind stimmen mit Frau Raaf daher überein. Wo sehen Sie denn aber die zentralen Herausforderungen aktuell der einzelnen Anstalten? Ja, ich glaube, die Herausforderungen sind schon immens jetzt durch den RBB-Vorgang, wobei ich dazu sagen will, die Pressekampagne, die losgetreten worden ist, die ist zum Teil schon deutlich überzogen. Trotzdem glaube ich, die ARD muss sich reformieren. Ich habe das schon zweimal, 2018 und 2021, in EPD auch geschrieben und dafür geworben. Ich sage mal ganz ehrlich, als jemand, der nur 35 Jahre im System gearbeitet hat und das ich auch immer noch sehr intensiv beobachte, es hat sich in den letzten Jahren nur ganz wenig getan im Programm. Und ich denke, das Programm ist ja das, worum es als erstes geht. Es gab ja schon sehr lange Diskussionen, was müsste man im Programm, vor allem in den beiden Hauptprogrammen, verändern. Der Staatsvertreter, den Frau Raab gerade erwähnt hat, der schreibt ja an bestimmten Punkten auch etwas fest, was meines Erachtens eigentlich Sache der Anstalten gewesen wäre. Ein Beispiel: Es soll jetzt in den Vollprogrammen über alle Genres zu normalen Tageszeiten berichtet werden und nicht abends um 23:45 irgendeine Dokumentation, die sehr schön ist, aber kaum von jemandem gesehen wird, ausgestrahlt werden. Wenn Sie sich die letzten Monate mal angucken, Frau Will geht 8 Wochen in Urlaub, Herr Blasberg geht 5 oder 6 in Urlaub und Frau Maischberger auch. Was macht die ARD in der Zeit? Was sendet sie sonntags nach dem Tatort? Einmal dürfen Sie raten. Einen weiteren Krimi. Ich sage Ihnen ganz offen, ich begreife das überhaupt nicht. Da wäre wunderbar Platz für eine vernünftige Dokumentation. Ich finde auch, die Redaktionen sollten Hans und Frau genug sein, um in den Zeiten, wo die Talkshow-Federführer im Urlaub sind, mal was Eigenes auf die Beine zu stellen. Wir haben tolle Literaturverfilmungen im Archiv. Wir könnten die Auslandskorrespondenten viel öfter mal einbeziehen, die wir ja haben. Das findet aber leider im ersten Programm, im zweiten ist es ein bisschen besser, eigentlich gar nicht statt. Die ARD muss sich aus meiner Sicht wirklich mal überlegen, ob sie ihren Auftrag nicht nochmal grundlegend überdenkt. Denn auch damals in der Reform, die die Länder ja von der ARD gefordert haben, 2017, gab es zwar ein Papier mit Reformvorschlägen oder Ankündigungen der ARD, bei denen aber die Programmfragen bewusst ausgeklammert wurden. Und es ging darum, dass man Einsparungen von 800 Millionen in 10 Jahren angekündigt hat. Wenn man das mal berechnet, sind diese 800 Millionen 1% des Beitragsvolumens. Und da kann man meines Erachtens nicht von einer Reform sprechen. Das ist nicht mal ein Reformchen. 1% schmilzt im Prinzip jedes Unternehmen locker raus, ohne irgendwas an der Struktur wirklich zu verändern. Also ich glaube, die ARD muss sich grundlegend mal überlegen, wie sie ihre Vollprogramme verbessert, mehr Informationen, mehr Hintergrundberichte, mehr Dokumentation. Frau Raab hat schon den Zukunftsdialog der ARD angesprochen. Da sind sehr, sehr gute Vorschläge aus dem Publikum gekommen, gerade zu diesen Themen, mehr Informationen, mehr Hintergrundberichte, mehr verstehen können in einer komplexen Welt. Das ist schon vor 5 Jahren von Jan Metzger, dem früheren Intendanten von Radio Bremen, gesagt worden. Wir müssen die Leute in dieser komplexen Welt einfach mehr mitnehmen und ihnen erklären, wie die Dinge funktionieren, und das wirklich intensiv. Heute Morgen, als ich auf dem Bahnhof in Frankfurt stand und wieder mal auf einen einstündig verspäteten Zug gewartet habe, las ich ein Plakat. Da stand drauf: Jeder hat das Recht zu erfahren, was auf der Welt passiert. Verstanden statt nur informiert. Habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein schöner Slogan für die ARD gewesen. Wer hat ihn gemacht? T-Online, und da steht unten drunter 100% kostenlos. Also ich denke, da muss was passieren, und umgekehrt sage ich aber auch, bei meiner Großmutter stand immer im Bad auf der Konsole eine Flasche Klosterfrau Melissengeist. Und ich weiß noch als Kind, dass es damals einen Slogan gab, der hieß: Nie war er so wertvoll wie heute. Das möchte ich eigentlich der ARD auch mal als Slogan zurufen, denn der öffentliche Rundfunk ist so wertvoll, mehr denn je. Wir müssen nur ein bisschen mehr draus machen.
Und wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, müsste man mehr über das Programm reden. Ja. Gut, okay. Ja. Also über das Programm, das ist ganz interessant, weil mich jetzt auch im Vorfeld dieser Veranstaltung E-Mails erreichten von Zuschauerinnen, jetzt wahrscheinlich online, die nicht dabei sein konnten, aber gern Fragen stellen wollten, wie zum Beispiel Frau Lange aus St. Augustin. Und sie kritisierte eben nämlich genau das. Also sie sagte schon von vornherein, zu viele Krimis. Und zu oft, Zitat, lecker vom Land oder ähnlich wenig informative und interessante Sendungen aus den einzelnen Bundesländern, Langeweile pur. Das sind klare Worte. Herr Meyer-Lauber, wo landet denn solche Kritik von Zuschauerinnen? Wo landet denn, wie wird mit dieser Kritik umgegangen? Geht die in die Gremien? Also zunächst mal hoffentlich bei den Redaktionen, weil die ja diejenigen sind, die das Programm machen. Der Rundfunkrat macht ja auch kein Programm, sondern er kann Leitlinien vorne festsetzen und Ziele, und hinten raus kann er kontrollieren, ob die erfüllt werden und ob es funktioniert. Programmbeschwerde, nur so ein Begriff, wenn Ihnen irgendwas nicht gefällt oder was falsch dargestellt ist, können Sie zur Programmbeschwerde greifen. Die ging früher übrigens in die Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen. Und da war denen das zu viel. Dann haben die im WDR-Gesetz gesagt, nee, das macht jetzt der Rundfunkrat. Also nochmal so viel zur Vorgeschichte. Und der Rundfunkrat hat dann, wenn die Oma im Hühnerstall Motorrad fährt, auf einmal 6.800 Programmbeschwerden. Nochmal so nebenbei als ehrenamtliches Gremium. Ja. Aber jetzt mal im Ernst. Die Kritik am Programm ist in den Rundfunkräten eigentlich Alltag. Und nach meiner Kenntnis hat jeder Rundfunkrat, zumindest in der ARD, auch einen Programmausschuss. Da wird darüber diskutiert. Ich kann es mal am Beispiel WDR sagen. Unser Programmausschuss, also der Rundfunkrat des WDR, ist sehr groß, 60 Personen. Und er muss deshalb fast parlamentarisch arbeiten und in den Ausschüssen die Dinge vorbereiten, sonst funktioniert das nicht. Unser Programmausschuss hat sich regelmäßig Schwerpunkte gesetzt und bestimmte Dinge analysiert, beispielsweise die Wirtschaftsberichterstattung, beispielsweise die Klimaberichterstattung, beispielsweise bestimmte Serien oder. Da war schon viel akribische Arbeit drin, und auf ARD-Ebene gibt es ja einen eigenen Programmbeirat, der hat keine Rechte, sondern er muss nur gehört werden. Deren Protokolle sind leider nicht öffentlich, das bedauere ich auch, weil da können Sie jeden Monat die beste Programmkritik der ARD lesen, die es gibt. Da steht mehr drin als in allen Feuilletons. So, die Frage ist, wirkt es oder wirkt es nicht? Und das ist die schwierige Stelle. Und da deklarieren die Intendantinnen und Intendanten natürlich ihre Programmhoheit auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, ja, gibt es dann so ich sag mal, eingelernte Schemata, nach denen Programm gemacht wird. Und aber nur um nochmal deutlich zu machen, was machen die Gremien? Wir haben in der Gremienvorsitzendenkonferenz der ARD das Thema, wie wird eigentlich das erste Programm geplant und gemacht, mindestens 10 Jahre diskutiert mit den Verantwortlichen der neuen Sender. Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal hinbekommen, dass die Art und Weise der Planung sich verändert. In 2 Punkten. Dass im Programmteil genau beschrieben wird, was wollen wir weiterentwickeln in bestimmten Genres. Das ist ja nicht alles gleich. Und wie wollen wir das tun? Und auf der zweiten Zielebene, welche Gruppen wollen wir erreichen? Das heißt, jede Sendung, jede Redaktion hat demnächst ein Doppelziel. Wer soll erreicht werden? Schaffen wir das? Und wie soll das Programm selber entwickelt werden? Das ist eine völlig neue Steuerung, und die Widerstände dagegen waren massiv. Das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit, dass man so Qualität entwickelt. Aber das ist eben nicht so ganz einfach. Und das hat was damit zu tun, das kennen Sie in allen Unternehmen, dass erstmal die Beharrungsvermögen groß sind und dass Sie so eine kritische Masse von 20-25% brauchen, um darin Innovation zu etablieren und den Raum zu machen. Ich kann das jetzt auch mal für den WDR sagen. Der Rundfunkrat hat immer dafür plädiert, dass es neue Freiräume gibt.
WDR4U hat vielleicht der eine oder andere von Ihnen wahrgenommen. WDR4U war ein Angebot für Flüchtlinge 2015, ganz schnell entwickelt. Es hat eine ungeheure Verbreitung in der Szene und ist ungeheuer wichtig für die Leute. Das hat der Rundfunkrat befürwortet. Wir haben befürwortet und dafür gestritten, dass Funk eingerichtet worden ist. Auch das war nicht die Idee von neuen Intendanten. Wir machen ja jetzt mal was Schickes für Jugendliche, sondern da hat es viele Diskussionen gegeben und die Gremien standen, glaube ich, auf der richtigen Seite. Wir haben auch dafür gesorgt, das war im WDR-Rundfunkrat lange ein Thema, da war ich aber noch nicht Vorsitzender, wie viele Talkshows man über der Woche hat. Die ARD hatte mal in der Spitzenzeit an 5 Werktagen 5 Talkshows. Und der WDR-Rundfunkrat hat 3-4 Jahre lang dafür gestritten, dass die Zahl reduziert wurde. Also ich sage nur, das sind immer dicke Bretter und schwierig. Und ich würde auch Herrn Betz recht geben, da ist die ARD zu langsam, zu wenig dynamisch. Und manchmal glaube ich von der Unternehmensphilosophie her, dass man mehr so Schnellboote wie Funk bräuchte, die mit relativ hoher Autonomie mal was ausprobieren, auch mal was in den Sand setzen können, aber was Neues machen. Letzte Anmerkung dazu. Wir reden ja im Moment von einer Zeitenwende. Der Bundeskanzler hat das Wort gesetzt, ich glaube berechtigt. Was heißt denn die Zeitenwende für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Die Leute sind stark verunsichert. Sie sehen sich bedroht von Krieg, sie sehen sich bedroht von Inflation. Sie haben Sorge, dass sie im Winter noch bezahlbar heizen können. Sie haben Angst davor, dass die Klimaveränderungen jetzt doch zu schnell kommen und unsere Gegenmaßnahmen zu langsam sind. Und sie geraten in Konfusion darüber, wie eigentlich die Perspektive unserer Gesellschaft aussieht. Und ich finde, die Reaktion darauf muss im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schneller und tiefer sein. Wir müssen diese Themen diskutieren. Ich habe immer verteidigt, dass es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch Unterhaltung gibt. Das muss es auch geben. Aber auch in der Unterhaltung kann man bestimmte Themen bearbeiten. Zum Beispiel Rollen lernen ist ja in der Unterhaltung manchmal leichter als in anderen Dingen. Aber wir sind Rundfunk der Demokratie. Und deshalb würde ich mir von der ARD erwarten, dass man jetzt mal mit neuen Konzepten diskutiert. Ich weiß, dass in den Gremien zum Beispiel dieses Townhall-Konzept diskutiert wird. Dass man jetzt in allen größeren Städten unter Leitung der Sender Versammlungen macht, wo zwischen Politik und Bürgerschaft diskutiert wird, wie gehen wir jetzt mit dem Problem um, wie verhalten wir uns, welche Argumente gibt es. Wir haben hervorragende Moderatorinnen und Moderatoren in allen Sendern der ARD, die das können, die das auch hier und da schon mal gezeigt haben. Nur es bedarf dann wirklich mal eines steilen Schritts zu sagen, wie reagieren auf Entwicklung der Gesellschaft. Und jetzt kommt für mich der entscheidende Punkt, weil die Gesellschaft dabei bleiben muss, diese Konflikte demokratisch zu regeln. Das ist doch das höchste Gut. Wir wollen doch nicht irgendwie Diktatur oder irgendwas in der Krisensituation, sondern auch in der Krise muss sich Demokratie bewähren. Und dafür sind die unabhängigen öffentlich-rechtlichen Gremien eigentlich vorgesehen, will ich mal sagen. Also da fehlt mir so ein bisschen der Biss und ich hoffe, dass die ARD jetzt nicht nur aufs Geld guckt, da können wir gleich auch noch was zu sagen, was da passiert ist, sondern sich ins Programm stürzt und sagt, wir kümmern uns um eure Belange, wir hören euch zu, wir nehmen eure Sorgen ernst und wir sorgen dafür, dass die Politik nicht so einfach davonkommt, wenn sie Blabla sagt. Da können Sie ruhig klatschen. Jetzt haben Sie viele Dinge angesprochen. Ich wollte jetzt eigentlich darüber reden, wie ich mich nämlich durch die Protokolle des ARD-Programmbeirats wirklich gelesen habe, ja, und gearbeitet habe. Und hier wirklich im Jahr 2014 zum Beispiel gab es eine starke Kritik an der Gestaltung des Vorabendprogramms. Im Januar 2020 zu viele Talkshows. Und im April 2020 wurde vom ARD-Programmbeirat kritisiert, dass, Zitat, es zu sehr fehlt am Dialog zwischen den Bürgern und den Politikern. Die Kommunikation beschränkt sich auf Frage und Antwort. Jetzt hatten wir vorhin schon gesprochen vom Dialog zwischen Bürgern und Politikerinnen. Jetzt wurde gerade angesprochen von Herrn Meyer-Lauber, die ARD ist zu langsam und zu wenig dynamisch. Was sagen Sie denn, Frau Raab, würden Sie dem zustimmen?
Da stimme ich Herrn Meyer-Lauber ausdrücklich zu, denn die Frau Lange aus St. Augustin hat mir auch geschrieben. Und neben der Frau Lange aus St. Augustin haben uns, wie ich es eben erwähnt habe, 2600 Menschen geschrieben. Und wir haben das auch alles online gestellt unter rundfunkkommission.rlp.de. Und ich habe auch mit den Intendantinnen und Intendanten den Dialog versucht zu suchen. Was machen wir mit den 2600 Bürgereingaben? Die können wir nicht einfach liegen lassen und nicht einfach online stellen. Wir haben uns von den 2600 Eingaben haben alleine wir in Rheinland-Pfalz die Verbände und wir haben 1500 ausgewertet. Und bei den anderen 1000 haben uns die anderen 15 Länder geholfen. Wir haben eine Tabelle gemacht, wir haben das geclustert. Aber ich finde keinen Dialog, um das den Anstalten gescheit übergeben zu können. Und das zeigt einfach, dass wir hier kommunikative Röhren brauchen. Und die sind in der Demokratie einfach total wichtig. Denn neben der Frau Lange aus St. Augustin, die sich dem Thema Krimis widmet, gab es auch Menschen, die zum Thema Doku Meinungen hatten, die junges Programm forderten, die aber auch gutiert haben, dass beispielsweise der Böhmermann nicht mehr nur noch bei Neo läuft im Spatenkanal, sondern im Hauptprogramm beim ZDF. Es gibt natürlich auch solche Eingaben, die sagen, die beste Nachrichtensendung der Welt ist die Heute-Show. Auch solche Eingaben haben wir. Wir haben Aufreger über das Gendern in den Formaten, über die Art und Weise von Talkshows. Und wir haben einen ganz großen Aufreger darüber, dass die Leute sagen, wir wollen informiert werden, aber manchmal erleben wir einen Haltungsjournalismus. Wir können öffentlich-rechtlich nur noch schauen, wenn wir die Haltung der Moderatorin, des Nachrichtensprechers teilen und fühlen uns manipuliert. Auch das ist etwas, was ernst genommen werden muss. Und deshalb haben wir versucht, das zu abstrahieren. Und ein Staatsvertrag ist ja, wir seitens der Politik haben keine Einflussmöglichkeiten aufs Programm, aber wir versuchen in einer abstrakten Form eben aufzunehmen, dass wir sagen, dass der Rundfunkrat inhaltliche Qualitätsstandards eben setzen kann und dass wir eine Vergleichbarkeit haben wollen. Wir haben das auch schon im ZDF-Staatsvertrag und im Deutschlandradio-Staatsvertrag nach dem besagten Urteil so formuliert. Und das wollen wir haben, dass das auch in der ARD ist. Und ich will drei Punkte mal rausgreifen, was die Hauptkritikpunkte sind, die man ernst nehmen muss. Das eine ist das Thema Programm, da habe ich einige Aspekte jetzt genannt. Das zweite ist das Thema Beitrag, weil Mediennutzungsverhalten sich auch verändert und Netflix-Abo kann ich freiwillig bestellen oder ich bestelle es ab und der Beitrag ist natürlich nach den verschiedenen Rechtsprechungen des Bundesverfassungsgerichtes auch eben so immer wieder bestätigt worden, zuletzt letztes Jahr in dem Urteil, als Sachsen-Anhalt nicht der Beitragsentscheidung, die wir getroffen haben, zustimmen wollte oder die Entscheidung gar nicht herbeigeführt hat. Aber da geht es um den Beitrag und wer einen Beitrag von allen Haushalten in der Bundesrepublik erhält, steht auch in einer besonderen Herausforderung zu erklären, was mache ich mit dem Beitrag, welches Programm mache ich, wofür gebe ich das Geld aus und wie kann ich auch sparen, denn auch Beitragsakzeptanz ist auch wichtig. Für alles, was ich an Steuern bezahle, ob kommunale Abgaben oder auch einen Rundfunkbeitrag, das muss ich akzeptieren. Und in einer Gesellschaft, die jetzt mit Inflationsrate und anderen Themen Bürgerinnen und Bürger massiv negativ beeinflusst, muss ich es noch mehr reflektieren und noch mehr sagen, was ist mir das wert? Und deshalb auch der Dialog. Und last but not least, das dritte ist immer, wer sitzt in den Gremien drin? Und da haben wir schon, glaube ich, viel erreicht. Und ich selbst habe das auch erlebt als junge Abgeordnete. Vor 20 Jahren war ich mal im SWR-Rundfunkrat. Da waren noch vielfach Vertriebenenverbände. Das war eben aus dieser Zeit nachher entstanden. Jetzt haben wir sicherlich noch unterrepräsentiert
ich sag mal, jüngere Bevölkerungsgruppen, weil alle, die in den Räten sind, die kommen auch manchmal jünger rein. Ich bin damals auch jünger reingekommen, aber bin dann logischerweise älter geworden, dankenswerterweise. Freue ich mich ja auch drüber. Aber das, wir haben ja auch Frauen und Männer Rotationsprinzipien eingeführt. Aber diese permanente Erneuerung der Gremien, das ist sicherlich noch etwas, wo wir besser hinschauen müssen, dass es nicht nur so eine Mittelalter- und gereifte Gesellschaft ist, die dort ist, sondern dass wir entsprechend dem Funkpublikum oder dem Neo-Magazin Royal oder was auch immer eben auch jüngere Bevölkerungsgruppen zu Mitentscheidern und Mitbestimmern machen. Das wären für mich jetzt noch die wichtigen Dinge, die wir neben den anderen angesprochenen Aspekten hinkriegen wollen. Danke, beziehungsweise also dann eben auch nochmal, das hatte Herr Wagner vorhin angesprochen, Vielfalt. Ja, es gibt jetzt aktuell, es gibt einfach gerade im Medienbereich ja so Institutionen wie die Neuen Deutschen Medienmacherinnen, die sich explizit dafür auch einsetzen, dass eben gerade im journalistischen Bereich es mehr Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel gibt, die journalistisch tätig werden. Gibt es da auch zum Beispiel jetzt für Gremienarbeiten da Initiativen, um mehr Menschen quasi also aus Nicht-Akademiker-Hintergrund reinzubringen, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderungen potenziell? Also im ZDF-Staatsvertrag haben wir das komplett so umgesetzt. Da gibt es ja die Töpfe Inklusion. Da sind auch Vertreterinnen aus dem weiten Bereich des Ehrenamtes. Wir haben immer dort auch, oder dort beim ZDF weiß ich noch, ist, das können Sie sehen, sind öffentliche Sitzungen. Da ist immer ein sehr engagierter Feuerwehrmann auch dabei, der diese Erfahrung einbringt. Da sind die Handwerkskammern, IHK. Da sind selbstverständlich Menschen aus dem LGBTQ-Bereich mit dabei. Da sind die unterschiedlichsten Religionsgemeinschaften, nicht nur die christlichen Kirchen vertreten, die Gewerkschaften. Man kann sicherlich sagen, dass sehr viele religiöse oder kirchliche Vertreterinnen und Vertreter dabei sind. Aber es sind selbstverständlich auch, ist der Bereich Migration abgedeckt. Aber wenn ich das jetzt sage, ist es eben nicht in allen 11 Anstalten gleich. Beim ZDF ist es relativ neu, beim Deutschlandradio ist es auch neu, aber die 9 ARD-Anstalten sind da alle etwas unterschiedlich. Ja, danke schön nochmal, dass Sie auch den Punkt nochmal unterstrichen haben, dass eben jede Anstalt auch nochmal anders ausgestattet ist und jede Anstalt sich auch nochmal anders gestaltet. Wenn wir jetzt schon von Gremien reden, können wir darüber nämlich auch reden. Also jetzt nochmal in Bezug auf den aktuellen Fall beim RBB ist es ja aktuell so, dass das Motto bei der ARD zu sein scheint, Schadensbegrenzung durch Abspaltung. Also dass ganz klar jetzt von den 8 ARD-Intendantinnen gesagt wurden, wird die Vorgänge im RBB sind singulär. Das hatte, glaube ich, die BR-Intendantin Katja Wildermuth gesagt. Jetzt, wenn wir über die Vorgänge reden, kann man ja über viele Dinge reden, jetzt reden wir zum Beispiel über die Gremien und die Kontrolle der Gremien. Herr Beetz, stimmen Sie damit überein? Also sind die Vorgänge im RBB singulär, gerade wenn wir über Gremien und Gremienkontrolle sprechen? Ja, das kann ich so aus der Hand nicht beantworten. Sie sind zumindest schon ungewöhnlich, sagen wir mal so. Unser Intendant im HR hat gerade heute ein längeres Interview gegeben und hat gesagt, also vieles, was beim RBB durchgelaufen ist, wäre beim HR nicht möglich gewesen. Das sehe ich genauso. Also bei uns muss zum Beispiel ab 30.000 Euro alles durch den Verwaltungsrat. Das sind also ganz niedrige Schwellen bei uns. Das sind in anderen Tendern viel höhere. Die Gremien müssen sich, glaube ich, neu jetzt inhaltlich aufstellen. Das, was Herr Mayer-Lauber schon gesagt hat und Sie, Frau Dröger, über das Thema Programmbeirat. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie unsere Vertreterin aus dem Hessischen HR-Rundfunkrat immer aus den Programmbeiratssitzungen zurückkam und völlig desillusioniert war, weil der Programmbeirat alles Mögliche vorgeschlagen hat. Herr Harris hat die Damen und Herren, ich sage das wirklich sehr deutlich, ignoriert. Mit dem Argument, Frau Raab, Programmautonomie. Das ist ein falsches Argument. Denn die Programmautonomie haben zwar die Intendanten, aber
kontrolliert durch die Gremien. Und das ZDF-Urteil sagt da ganz klar, dass die Intendantinnen und Intendanten in ihrer Macht, in Anführungszeichen, sehr deutlich beschränkt sind und die Gremien ein erhebliches Wörtchen mitzureden haben. Und deswegen finde ich es sehr gut, dass jetzt im Medienstaatsvertrag genau das nämlich mal reingeschrieben worden ist, dass die Qualitätskriterien festlegen müssen, dass die auch eine Art System einführen müssen, wie sie die überprüfen. Das ist, glaube ich, wirklich dringend nötig, weil das in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht worden ist. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass die ARD in der ganzen Diskussion, die ja nur 6 Jahre gedauert hat, über die Frage, wie wird der Auftrag konkretisiert, nie Stellung genommen hat. Das wäre für mich eigentlich eine zentrale Aufgabe der Sender gewesen, dazu mal was zu sagen. Und die Stellungnahmen, die dann abgegeben worden sind im Januar, ich sage das mal sehr vorsichtig, die sind sehr ängstlich. Wenn ich seitenlang schreibe, dass das öffentlich-rechtliche Profil der Unterhaltung, oh, das gefällt uns so gar nicht, dann denke ich, ja, was denn sonst? Warum sollte in der Unterhaltung kein öffentliches Profil sein? Wollen wir Dschungelcamp ausstrahlen? Was wollen wir da? Also das ist so ängstlich gewesen und auch die Frage, wie beteiligen wir die Gremien? Auch Abwehrhaltung, Abwehrhaltung. Also ich war total enttäuscht, als die dann endlich veröffentlicht wurden. Die ARD hat ja erst nicht mal zugestimmt, dass es veröffentlicht wird. Die Gremienvorsitzendenkonferenz hat abgegeben und die konnten wir auch gleich nachlesen, die von ARD und ZDF, erst sehr viel später. Also aus meiner Sicht ist da eine unglaubliche Ängstlichkeit, Zurückhaltung und hätten die Rundfunkanstalten viel früher mal sich erklärt und vielleicht auch im Programm schon mal was geändert und nicht immer so weitergemacht, dann wäre das ganze Verfahren, glaube ich, sehr viel schneller gewesen. Und ich möchte noch was sagen, wir müssen, glaube ich, das ist auch vielfach schon gesagt worden, den Diskurs in der Gesellschaft verbessern. Und das ist auch ein Auftrag, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat. Der Medienwissenschaftler Persken hat mal so schön gesagt, wir müssen mal wieder lernen, zuzuhören und davon auszugehen, dass der andere vielleicht doch die besseren Argumente als ich selbst habe. Und er hat auch gesagt, wir leben in einer Zeit des Sofortismus. Das heißt, es muss sofort geantwortet werden, ohne mal nachzudenken. Manchmal ist es gut, man schläft über eine Sache und dann reagiert man. Und das sind alles Dinge, die gehören in das Programm rein, auch Pro und Contra. Das gab mal eine Sendung vor vielen, vielen Jahren, 3/4 Stunde, 2 konträre Meinungen wurden dargestellt, aber eben auch vertieft und nicht wie jetzt in den Tagesthemen in 1,30 maximal, da kann man keine vertiefte Pro- und Contra-Diskussion führen. Sowas wieder in die Talkshows vielleicht auch mal reinbeziehen und nicht nur Politiker, die man immer wieder dieselben Gesichter dort sieht. Und dann, da habe ich mich wirklich gewundert, Herr Lambsdorff war bei Anne Will, glaube ich, letzte oder vorletzte Sendung und da kam das Thema Tempolimit. Da sagt er, ja, also ich mache Samstag, Sonntag meine Wahlveranstaltungen, da muss ich schneller als 130 auf der Autobahn fahren können. Da habe ich gedacht, Frau Will, jetzt muss da was kommen. Es kam gar nichts. Hätte sie mal gesagt, Herr Lambsdorff, also in ganz Europa kann kein Politiker zu seinen Wahlkampfveranstaltungen schneller als 130 fahren und das ist überhaupt kein Problem für die Leute. Aber nicht mal da sind wir voraus in dem Fall genug und machen mal Kontra, sondern lassen immer die gleichen Leute reden. Auch mal ein paar Bürger in die Talkshows rein. Wie sie, Frau Maischberger hat es mal eine Zeit lang gemacht, das fand ich auch sehr gut. Da merkt man nämlich mal, was die Leute drückt und was die Leute wirklich wissen wollen. Und noch ein letzter Satz zum Thema Gremien. Die Gremien, vor allem die Rundfunkräte, haben eine Kompetenz, und zwar schon seit den 50er Jahren, nämlich die Etatkompetenz. Ich habe in meiner HR-Zeit nicht ein einziges Mal erlebt, dass ein Rundfunkrat gesagt hat, als der Etat vom Intendant vorgelegt worden ist, lieber Intendant, Sie haben so und so viele Millionen jetzt für, was weiß ich, Krimis eingestellt und so viel für Dokumentation. Ich hätte gern mal, dass Sie da mal ein paar hunderttausend Euro aus dem einen in den anderen Topf stellen. Das kann der Rundfunkrat machen. Dazu hat er die Kompetenz schon immer gehabt. Das passiert aber nicht. Und ich denke, da an der Stelle müssen die Gremien auch mal aufwachen und mal sagen, Moment, wir sind diejenigen, die festlegen, wofür das Geld ausgegeben wird. Und dann könnte man auch ganz schnell mehr Dokumentation und Ähnliches machen. Es hilft auch nichts, wenn man die Selbstverpflichtungserklärung der ARD, die wirklich gut geworden ist, Herr Mayer-Lauber, bin ich voll bei Ihnen, haben die Gremien auch massiv mitgearbeitet. Aber das muss jetzt umgesetzt werden. Ja, und da steht nämlich auch genau das drin, mehr Dokumentation, mehr Hintergrundberichte und. Nur, es ist jetzt schon wieder ein Dreivierteljahr her, seit das Ding in Kraft getreten ist. Ich muss leider sagen, bisher sehe ich im Programm relativ wenig und da muss ich was dran ändern. Vielen Dank, Herr Wetz. Sie, Herr Mayer-Lauber, Sie haben jetzt gerade gesagt, das stimmt so nicht. Also als Rundfunkrat kann man da
eingreifen. Können Sie ganz kurz was zu sagen? Also der Rundfunkrat kann ab und zu mal so eine Leuchtturmentscheidung machen, indem man einen Vertrag ablehnt. Der WDR-Rundfunkrat hat mal die Story von Sigi und Roy abgelehnt. Und das war eine Situation, wo der Rundfunkrat vorher 3 Stunden diskutiert hatte, wie der WDR sein Programm für junge Leute verbessern könnte und das Angebot verbessern. Und dann kam diese Sigi und Roy-Geschichte, die jemand geplant hatte. Und die sollte im Minutenpreis, ich glaube, 3- oder 4-mal so teuer sein wie ein Tatort. Also exorbitant. Da hat der Rundfunkrat mal einmal Zähne gezeigt und gesagt, nein, das ist nie verfilmt worden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in den Haushaltsfragen, also ich sag mal jetzt so, im WDR eine etwas andere Strategie ist. Der Verwaltungsrat beschäftigt sich überwiegend und kontinuierlich mit den Haushaltsprozessen, der Rundfunkrat seltener. Aber ich kann mich erinnern, als 2000, so ungefähr überlegen, 15 so in der Ecke, eine Programmreform im WDR diskutiert wurde, hat der Rundfunkrat die Initiative ergriffen und dem Intendanten einen Innovationsfonds eingerichtet im Haushalt. Das war nicht ursprünglich seine Idee. Das Problem ist dann das Nachverfolgen. Wo bleibt der Innovationstopf? Und wofür wird er ausgegeben? Das sind dann die Mühen der Ebene, die so ein Gremium auch gehen muss. Aber ich kann sagen, dass die Gremien eigentlich solche Initiativen immer unterstützen, dass sie aber aufgrund ihrer Ehrenamtlichkeit, wenn sie einen normalen Beruf nachgehen und sie haben einmal im Monat Rundfunkratssitzung und haben vielleicht in ihrem Kalender noch 2 halbe Tage für die Vorbereitung vorgesehen und noch eine Ausschusssitzung, dann ist die Belastung für Ehrenamtliche relativ groß. Darum auch mein Plädoyer dafür, dass die autonomen Geschäftsstellen der Rundfunkräte und der Verwaltungsräte deutlich verbessert werden müssen. Also ich war DGB-Chef und Rundfunkratsvorsitzender gleichzeitig für ein Jahr lang. Da können Sie nicht stundenlang sich mit dem WDR beschäftigen. Ich muss ja woanders mein Geld verdienen. Dann lassen Sie uns da mal, ich will Sie gar nicht groß unterbrechen, aber ich glaube, das ist ein schöner Übergang zu Frau Raab. Wie sieht es denn aus? Haben die Gremien denn die Ressourcen, die neuen Aufgaben quasi zu übernehmen, die Ihnen jetzt im 3. Medienänderungsstaatsvertrag übergeben werden? Also zum Beispiel Programmfragen, die Intendantin bei Programmfragen zu beraten und Richtlinien vorzugeben. Gibt es denn die Ressourcen dafür oder geben Sie den Gremien mehr Ressourcen? Wir müssen ja unterschiedliche Ressourcen betrachten. Das, was Herr Meyer-Lauber jetzt gesagt hat, das ist personelle Unterstützung. Das Zweite, was man auch fragen muss, gibt es finanzielle Ressourcen, sich auch externen Sachverstand anzuholen. Und das Dritte ist vielleicht auch die eigene Fazilität. Und ich will zu 3 Punkten eben was sagen. Gremien haben jetzt auch über das Etatrecht natürlich auch schon die Möglichkeit, dass sie ein erhebliches Mitspracherecht darüber haben, wie ein Gremienbüro auch ausgestattet und besetzt wird. Ich kenne da auch sehr unterschiedliche. Ich muss sagen, ich habe selbst mal 5 oder 6 Jahre im Gremienbüro beim ZDF als Fernsehrätin mitwirken dürfen. Und dort habe ich eine völlig andere Gremienstruktur erlebt, als ich sie mal beim SWR erlebt habe. Deshalb sage ich mal, wäre mir dran gelegen, dass die gemeinsame Gremienkonferenz vielleicht sich da auch mal austauscht und gute Erfahrungen sammelt. Ich kann nur sagen, die sind unterschiedlich ausgestattet und es gibt wirklich die Topspitze, dass sie bei all den Fragen, welche Rechte habe ich als Gremienmitglied, wie kann ich sie wahrnehmen, wenn sie Transparenz oder Wünsche nach oder Informationsbegehren haben, dass die erfüllt werden. Oder ich habe gehört, da hat jemand mal ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht erwähnt. Können Sie mir das mal raussuchen? Ja, Gremienbüros müssen solche Dienstleistungen erbringen, sind Servicestellen. Und wenn die bei der einen oder anderen Anstalt nicht personell dazu in der Lage sind, dann muss man das verändern. Das Zweite ist das Thema Sachverständige. Das wird gelebt.
Wir haben das, dass dieses Recht steht Gremien zu. Ein gutes Beispiel dafür sind die 3-Stufentests, die regelmäßig durchgeführt werden. Und ich kann das jetzt feststellen, dass der Südwestrundfunk sich jetzt in etlichen Sondersitzungen mit dem neuen Telemedienkonzepten auseinandergesetzt hat, weil das eine wichtige Arbeit ist, um jetzt den neuen Medienstaatsvertrag, die Flexibilisierung auch dann auskömmlich zu gestalten. Und last but not least, ich war in meiner Zeit als Landtagsabgeordnete auch mal Mitglied im Verwaltungsrat einer regionalen Sparkasse. Dort machen Sie auch eine Fortbildung, wenn Sie Verwaltungsrätin werden, um sich mit den Befugnissen dort vertraut zu machen. Denn Sie werden ja mit völlig neuen Kontrollaufgaben plötzlich betraut. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen das alles aus dem Stegreif kann, aber ich finde, lebenslanges Lernen kann und sollte auch für die unterschiedlichsten Gremienmitglieder gelten, ob Sie im Verwaltungsrat einer Sparkasse mitwirken oder im Rundfunkrat oder Verwaltungsrat einer Anstalt. Und auch in der Selbstverwaltung, im sozialen Bereich, auch dort haben Sie Aufsichtsgremien. Ich glaube, das gehört zum lebenslangen Lernen dazu. Und da gibt es sicherlich gute Wege und Möglichkeiten. Hans-Bredow-Institut, wir haben Mainzer Medieninstitut, wir haben verschiedene, in Köln auch, verschiedene, die auch sogar, also es muss ja kein Studium sein, aber man kann auch in einem Fortbildungsbereich, das geht heute als Webinar, auch zusätzliche Fazilitäten erwerben. Und das sollten wir einfach positiv begleiten, wie bei anderen Gremien auch. Okay, vielen Dank. Wir kommen doch jetzt schon so auf eine Stunde und ich würde gerne die Diskussion hier zum Abschluss bringen, sodass Sie auch Fragen stellen können an unser Podium. Jetzt bin ich selbst auch Medienhistorikerin, deshalb ist es mir auch schon nochmal wichtig, hier die größeren Linien zu ziehen. Ja? Also wir haben hier wirklich geballtes Fachwissen von Praktikerinnen, aber wenn uns halt der Impulsvortrag über etwas gegeben hat, ist es eben auch den aktuellen Moment als historischen Moment anzuerkennen und eben auch zu sehen, dass das öffentlich-rechtliche System, wie wir es kennen, das Ergebnis von historischen Prozessen ist. Die machen nicht immer Sinn, auch das System macht nicht immer Sinn, aber es gibt halt Gründe, warum es denn so ist, wie es ist. Herr Wagner, jetzt liegt in Krisen und Transformationen ja auch immer Chancen. Also Sie hatten zum Beispiel kurz vorhin über die Zeit 89-90 gesprochen. Jetzt ist mein Forschungsschwerpunkt eher die Presse. Also ich bin gar nicht so öffentlich-rechtlicher Rundfunk, aber es gibt ein ganz tolles Buch, das ich mir zu Gemüte geführt habe, die Transformation und Neustrukturierung des DDR-Rundfunks im Prozess der Wiedervereinigung Deutschlands von der Autorin Silvia Dietl. Und die macht das ganz toll. Die zeigt quasi, wie der DDR-Rundfunk abgewickelt wurde, wie quasi das bundesdeutsche Rundfunksystem 1:1 im Osten übertragen wurde und wie hier auch die öffentlich-rechtlichen Anstalten nach ihrer Analyse ganz aktiv in ihrem Sinne versucht haben, entscheidungspolitisch oder politische Entscheidungen mit zu bestimmen. Und ein Fazit ist dieses Buches: Die Transformation des DDR-Rundfunks war geprägt von, Zitat, Eigeninteressen, Machtkalkül und Verteilungskonflikten. So, Herr Wagner, würden Sie denken, dass auch in der aktuellen Krise und potenziell eben auch bei den Reformen, denen sich die ARD oder der öffentlich-rechtliche Rundfunk gegenüber sieht, diese also Eigeninteressen, Machtkalkül und Verteilungskonflikte potenziell die Stolpersteine sind? Das weiß ich jetzt nicht, ob man das so einfach beantworten kann, weil wir sprechen ja von gesellschaftlichem Wandel, das wurde eben wiederholt schon gesagt, wir sprechen aber eben auch von medialem Wandel. Und das heißt, die Situation jetzt ist genau dieses Zusammentreffen, dass wir in sehr vielen Umbruchsphasen, Prozessen sind. Ich wollte nämlich eine Anmerkung unbedingt machen, weil wir so viel über Programm gesprochen haben. Also wenn ich meinen Studentinnen und Studenten zuhöre, dann ist das nicht lineares Programm. Das gibt es für die gar nicht mehr. Also das heißt, wir haben
Also oft war so der Eindruck, wir reden von linearen Programmen. Nee, wenn wir vom Programm sprechen, sprechen wir von einem bestimmten größeren Komplex. Sie haben mal Funk erwähnt, das ist ganz wichtig, solche Initiativen. Es ist nicht das erste Programm und ein paar Landesprogramme, sondern es ist ein sehr vielseitiges Angebot, das gerade für die jungen Leute den Ausspielweg finden muss. Wo erreiche ich die? Wie erreichen die mich? Sozusagen, das ist dieser Medienwandel, der ganz stark ist. Und natürlich der gesellschaftliche Wandel ist ganz stark. Das heißt, diese RBB-Frage, diese RBB-Krise ist eine, die ist sehr machtpolitisch. Da kommt sehr viel konkrete politische Bewegung, Handlungen rein. Aber ich glaube, die sehr viel, und jetzt eben mit so einer historischen Perspektive, die Wandlungsprozesse, die stattfinden, die spielen sich auf einer anderen Ebene ab. Da ist machtpolitisches Kalkül sicherlich dahinter, aber da sind die Akteure, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, nämlich die Gremien. Da würde ich auch gerne noch ergänzen, sozusagen deren Selbstverständnis, wie die sozusagen auch ihre Transparenz herstellen. Also ich bin ein totaler Befürworter dessen, dass in den letzten 10 Jahren, würde ich mal einfach sagen, unheimlich mehr Transparenz hergestellt wird. Sie haben mich historisch gefragt, das war ein klandestines Gremium, das da irgendwas getagt hat, das ist deutlich offener geworden. Und ein zweiter Punkt, gerade auch noch für Gremien und Vertreter: Kennen Sie Ihren Vertreter oder einen Vertreter im Rundfunkrat Ihrer Landesrundfunkanstalt? Wissen Sie, wer das ist? Hat der schon mal mit ihr oder sie mit Ihnen gesprochen? Sie mit ihm, ihr? Und so, also diese Art von Dialog, das war ja auch so ein Zauberwort, Buzzword, das wir quasi verwendet haben. Der Dialog muss wechselseitig funktionieren. Wie gesagt, Antwort, ja, es gibt ein konkretes politisches Problem. Da werden auch politische Lösungen gesucht. Aber es gibt ein ganz grundsätzliches Problem und da kommt eben im Moment so vieles zusammen. Die Vermengung passiert immer genau das, wenn sozusagen der einzelne Skandal benutzt wird, um in dieser grundsätzlichen Perspektive dann quasi Weichen zu stellen, dann wird es eigentlich immer problematisch. Vielen Dank. Ich war auch mal der MDR hat ja seine Rundfunkratssitzung öffentlich gemacht. Bei der ersten öffentlichen Sitzung war ich auch dabei und das war ein ganz spannender Prozess, weil ich da zum ersten Mal wirklich im Raum gesehen habe, wie Politik, wie verschiedene Interessen aneinander knallen und wie schwierig es war, überhaupt Gespräche teilweise zu führen. Als abschließende oder fast abschließende Frage, Herr Meyer-Lauber, im Vorgespräch erzählten Sie mir, dass als Sie angefragt wurden, hier kurzfristig quasi einzuspringen, mussten Sie gar nicht lange überlegen, denn es ging um Demokratie und um den demokratischen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und der war für Sie eigentlich der Grund, warum Sie überhaupt beim WDR aktiv geworden sind. Jetzt nach Jahrzehnten beim WDR und Ihrer Zeit auch als GVK-Vorsitzender, haben Sie diesen demokratischen Traum immer noch oder ist der der Realpolitik gewichen? Nein, jetzt, wo ich nicht mehr in der aktiven Aufsichtsrolle bin, das sind ja ein paar Monate. Nein, meine tiefe Überzeugung ist, dass wir mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein super demokratiekompatibles Konstrukt haben. Wenn ich nach Frankreich gucke, wenn ich in die Schweiz gucke, wenn ich nach Großbritannien gucke, da ist das überall in Frage gestellt, auch bei uns in Frage gestellt. Wir haben den Vorteil, dass bei uns die wichtigen Fragen immer am Bundesverfassungsgericht hängen. Das ist die Institution, die uns mehrfach schon den Öffentlich-Rechtlichen gerettet hat. Auch sonst wäre der durch die Politik heftig beschädigt worden. Also ich halte die Konstruktion nach wie vor für tragfähig. So, es ist aber immer so, dass wenn man so eine Einrichtung einmal hat, man die hegen und pflegen muss und dass sie sich ständig verändern muss. Und ich will noch mal was zur Aufsicht sagen. Das Selbstverständnis, Aufsicht zu sein, war vor 20 Jahren überhaupt nicht da in Rundfunkräten. Sondern irgendwie war man so betraut mit den Angelegenheiten des Öffentlich-Rechtlichen und guckte, dass da nichts anbrennt, aber es war nicht wirklich Kontrolle. Das hat sich sehr geändert
durch die Teilung in Verwaltungsräte und Rundfunkräte. Das hat zu einer Professionalisierung geführt. Das WDR-Gesetz ist geändert worden. Da sitzen Fachleute im Verwaltungsrat. Also das, was alle fordern, haben wir im WDR schon. Wir haben einen fachlich besetzten Verwaltungsrat mit hochkompetenten Leuten. So, jetzt ist die Frage, was muss man tun? Beim Geld, finde ich, muss die Politik auch mal ein paar Sachen regeln. Das ganze KIF-Verfahren ist in fast allen Landesgesetzen, eine Ausnahme ist mir bekannt, beim MDR, nicht Aufgabe des Rundfunkrats oder des Verwaltungsrats. Und in der ARD hat überhaupt keiner was zu melden aus den Gremien. Die KEF produziert über die Beitragskonstruktion 3/4 der Einnahmen, sage ich mal so grob, ein bisschen mehr vielleicht sogar. Und die Aufsichtsräte haben damit nichts zu tun. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, das muss die Politik ändern. Die ARD hat für die neue Aufgabe, ob einzelne Programme, Beispiel mal ARD Alpha, ob die digitalisiert werden und aus dem Linearen rausgenommen werden oder nicht, dafür gibt es keine Governance in der ARD. Wer soll das denn entscheiden, bitte? Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks? Das ist eine ARD-Veranstaltung. Also an den Stellen kann ich nur sagen, ist auch die Politik gefordert, zumindest zu helfen, nachzubessern. Die ARD muss ihre Satzung umbauen. Ich sage dazu, auch mit dem Ziel, dynamischer zu werden, aber auch den Gremien mehr Rechte zu geben. Das ist jetzt genau der Zeitpunkt, wo es notwendig ist. Und bitte nicht die Zahl der Vorschriften jetzt vielfach vermehren. Das ist nicht die Lösung in der Krise. Vorschriften gibt es genug, sondern es geht um die Haltung, mit der man reingeht in die Arbeit beim Öffentlich-Rechtlichen. Und ich bin ein großer Freund, dass wir selbstbewusste Öffentlich-Rechtliche haben. Ich sage aber gleich das zweite Attribut dazu. Dazu gehört auch Bescheidenheit. Das müssen einige Leute auch noch lernen. Vielen Dank und vielleicht auch Selbstkritik. Herr Wetz, ich höre immer so leichtes Hüsteln und Sie möchten auch gern noch was dazu sagen. Ihr Mikrofon bitte. Ich möchte noch eins sagen, ich habe jetzt relativ viel kritisiert. Ich möchte aber einmal eins ganz deutlich sagen. Also das öffentlich-rechtliche System leistet sehr viel hier bei uns. Über den Hörfunk wird immer gar nicht gesprochen. Der Hörfunk leistet enorm viel. Also wir haben da sehr viele Informationsprogramme, die ganz hervorragend sind. Sowas eins zu eins ab und zu mal im Fernsehen wäre halt auch schön. Aber das Fernsehen macht wirklich eine Menge, nur es wird fast immer nur über das Erste und Zweite gesprochen. Wir haben aber ein Gesamtangebot. Und das geht sehr schnell immer unter. Das liegt aber auch an der ARD selbst. Ich habe schon zu meiner aktiven Zeit mit dem Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen, Herrn Herres, mich verzweifelt duelliert und gesagt, mach doch mal Cross-Promotion. Wieso kann man nicht im ersten Programm auch mal einen Trailer senden für Dreisat, für Arte, für Alpha oder Phoenix? Da gibt es tolle Sachen, aber keiner weiß es. Und warum nutzen wir unser eigenes Medium nicht, um genau das den Leuten mal zu sagen, hier gibt es das und hier gibt es das. Es gab so tolle Sendungen, jetzt vor kurzem bei Dreisat, 1000 Jahre russisches Reich. Hochinteressant, man versteht Putin jetzt viel besser. Der macht nur das nach, was schon Ivan der Schreckliche gemacht hat. Und ähnliche Dinge, aber wir weisen die Leute nicht darauf hin. Wir senden einen Trailer nach dem anderen für den nächsten Krimi, aber nicht einen einzigen Trailer von Won mal abgesehen, aber das ist ja nur die Wiederholung von dem, was gerade in der ersten schon ausgestrahlt worden ist, dass wir da mal drüber nachdenken, wie wir unser eigenes Gesamtportfolio besser bewerben. Und dann muss man auch gleich dazu sagen, Leute, das kostet euch 60 Cent am Tag. Das ist nun weiß Gott kein teurer Preis. Das geht aber leider verloren, weil wir unsere Legitimation selber viel zu wenig propagieren. Und vorhin ist auch gesagt worden, mehr Legitimation und Public Value. Ja, den müssen wir aber auch selber mal anpacken und selbst dafür werben. Dann wird vielen Leuten deutlicher, was wir insgesamt für diese 60 Cent am Tag leisten. Und das finde ich ganz wichtig. Ganz letztes Thema noch. Klimawandel, das ist für mich so ein Thema, was bisher bei ARD sehr viel zu wenig eine Rolle spielt. Das Frau Baerbock hat es kürzlich gesagt, das wird das zentrale Thema sein. Da wird sich die Zukunft ganz entscheidend dran ausrichten. Wir machen da zu wenig. Wir waren leider nicht in der Lage, bei der ARD den Vorschlag Klima vor 8 aufzugreifen. Ein sehr sinnvoller Vorschlag. Leider ist RTL draufgesprungen. Und die machen jetzt zweimal in der Woche eine kurze Sendung und einmal im Monat eine lange Sendung, genau zu dem Thema Klima. Wir machen dann lieber Sprüche vor 8 oder so ähnliche Sachen.
Da waren die Eitelkeiten der ARD ganz sicher der Grund, warum das nicht durchgesetzt worden ist. Jeder hat an seinem kleinen Teil von Sendungen vor acht gehängt. Da müssen wir auch mal drüber nachdenken, weil da nicht mal ein bisschen schneller sind und nicht die Konkurrenz uns da die Butter vom Brot nehmen lässt. Aber wie gesagt, insgesamt machen wir gutes Programm, aber wir können auch besser werden. Vielen Dank. Man könnte nur noch argumentieren, dass das Klima mehr als eine Sendung vor acht verdient und dass das ARD da vielleicht noch hinterherkommen könnte. Frau Raab, Sie haben jetzt auch fleißig genickt und sind mit Herrn Beetz anscheinend in stimmen ihm dazu. Wo sehen Sie denn den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Zukunft? Ich finde Beetz erfrischend kritisch gegenüber dem eigenen System und deshalb nicke ich auch erfreut. Will aber den einen Punkt, den Herrn Wagner und Herrn Beetz hatten, ansprechen. Wie müssen sich die Öffentlich-Rechtlichen und überhaupt die Medienanstalten im dualen System in der digitalen Welt aufstellen? Und wenn wir die Metalinien uns anschauen, dann liegt darin eben der größte Reformprozess und Veränderungsprozess. Wir haben ein sehr fernseh- und hörfunkzentriertes Medienrecht und Mediensystem. Und genau deshalb wollen wir die Flexibilisierung. Es ist völlig unsinnig, immer nur ARD, ZDF, dann die vier Spartenkanäle, die dritten Programme und so weiter zu sehen. Denn viele Menschen haben heute ein so verändertes Mediennutzungsverhalten, dass sie sich crossmedial informieren. Und wenn sie sehen, dass heute Journal oder die Tagesthemen bei TikTok oder bei Instagram die auch riesengroße Zugriffszahlen haben, dann zeigt es eben, Content ist das, was im Vordergrund stehen muss. Und das ist ja eben das Plädoyer auch von Herrn Beetz, weg vom Klima, aber hin zum Content. Und der Content kann von der Ukraine-Krise gehen bis zu anderen Themen. Und da sind auch logischerweise unterhaltende Formate dabei. Und deshalb wollen wir ja gerade mit dem neuen, mit der Novelle des Medienstaatsvertrages einerseits die Schärfung dieses öffentlich-rechtlichen Profils, aber auch eben diesen Sprung in der digitalen Transformation gerade auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ermöglichen. Und das ist auch in der Linie der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes in den letzten zwei Beitragsurteilen. Da ging es ja einmal um die Zweitwohnungssteuer und zum zweiten ging es ja dann um Sachsen-Anhalt. Denn gerade, und da bin ich mit Herrn Meyer-Lauber auch eins, in der digitalen Welt, die ja so von einer Informationsflut schier umgeben ist, braucht es in der Demokratie auch Orientierung, Richtung und es braucht eben vertrauenswürdige Rechercheergebnisse. Und das ist etwas, wofür Qualitätsmedien stehen und deshalb gehört da der öffentlich-rechtliche Rundfunk dazu. Gestatten Sie mir aber neben diesem Überthema auch noch mal eben auf Herrn Meyer-Lauber einzugehen, denn er hat ja die Politik auch noch mal explizit angesprochen und hat auch das Beitragserhebungsverfahren und Mitspracherechte angesprochen. Ich bin mit ihm ja in ganz vielen Sachen einer Meinung, aber an der Stelle nicht. Denn was ist die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs? Sie ermöglicht es, dass diese Beitragsfestsetzung eben möglichst politikfern stattfindet. Und weshalb ist das so notwendig geworden? Sie erinnern sich vielleicht noch an ein SMS-Papier. Das hatte nichts mit dem Short-Message-System zu tun. Nein, das waren Herr Stoiber, Herr Milbrath und Herr Steinbrück, die schon mal versucht haben, den Rundfunkbeitrag festzusetzen. Und das damalige Urteil oder als der Beitrag dann abgesenkt worden ist, Klageverfahren erhoben worden ist, Beitrag oder die Festsetzung des Beitrages eben vom Bundesverfassungsgericht ausdrücklich festgelegt worden ist, dass es eben nicht politisch determiniert werden kann, betrachte ich als Koordinatorin der Rundfunkkommission dieses staatsferne Expertengremium als super wertvoll. Und es sichert uns auch eben die europäische Beihilfekonformität, dass eben unser Rundfunkbeitrag auch eben in der Haushaltsabgabe erhoben werden kann
und gibt uns eine große Rechtssicherheit. Und die KEF ist eben auch, wie Herr Meyer-Lauber den Verwaltungsrat besprochen hat, die ist eben ein Gremium, da sitzen Rechnungshofpräsidentinnen, Präsidenten drin, Steuerprüfer, Wirtschaftsprüfer, Technikexperten. Wer will denn bewerten, ob noch im Hörfunk neben DAB Plus und IP-basiertem Radio, UKW, diese Multicast-Phasen finanziert werden müssen? Das können wir nicht in der Politik. Und ich weiß es nicht, ob wir das auch den Verwaltungsräten oder Rundfunkräten in dieser Detailtiefe zumuten müssten. Wir müssen aber ernst nehmen, was uns die KEF eben aufgibt. Sie hat schon oft die Vergleichbarkeit eben der Aufstellung der Wirtschaftspläne gefordert. Und da steht gerade die ARD im Fokus, wenn ich das sagen darf. Denn von den 18,36 Euro kriegt 99 Cent das Deutschlandradio. Und ich glaube, ich sehe Herrn Elitz da hinten auch. Dann, und da sind wir bei 4 Euro paar und 30 beim ZDF. Und diesen ganzen Rest bekommt die ARD. Deshalb brauchen wir dort Transparenz. Wir brauchen einheitliche Regeln. Wir brauchen nicht ein Benchmarking, aber wir brauchen Vergleichbarkeit. Und wir brauchen auch eine Antwort darauf, warum brauchen wir alles 9-mal in der ARD? Brauchen wir wirklich 9 Justiziariate? Muss das Thema Produktion 9-mal beantwortet werden? Wir haben ja sehr unterschiedliche große Anstalten. Herr Meyer-Lauber war ja so lange Vorsitzender des Gremiums in der größten ARD-Anstalt, aber wir haben der SWR aus meinem Heimatgebiet ist damals fusioniert. Ich glaube, auch freiwillige Fusionen sind etwas, das war damals zeitgemäß, da sollten wir uns nicht vor verschließen, über solche Gedanken auch nachzudenken. Es gibt da noch viele Dinge, aber die KEF, finde ich, als Expertengremium sehr weise und sehr ratvoll, uns die richtige Empfehlung für den Beitrag jeweils zu geben. Dankeschön. Ich sehe hier schon im Publikum Meldungen. Ich würde Sie bitten, hier stehen 2 Mikrofone, und zwar einmal hier mitten im Gang und dann ganz links, wenn Sie Fragen haben. Ich habe auch schon eine ganz kurze Antwort direkt von Herrn Meyer-Lauber, und dann würden wir direkt zur ersten Frage gehen. Nur damit kein falsches Bild entsteht, das ist ein Missverständnis zwischen Frau Raab und mir. Die Gremien wollen nicht die KEF abschaffen. Nein, die KEF sichert eine faire und gesicherte Bezahlung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Mir ging es um die Anmeldung zur KEF. Und Sie haben die Anstalten anmelden. So, der WDR muss anmelden. Das wird dann gesammelt bei der ARD und das geht dann irgendwann an die KEF als Begehren der Sender. Und diese Anmeldung, und das hängt daran, dass die Landesgesetze dazu alle nichts sagen, bis auf den MDR-Staatsvertrag, die Anmeldung muss doch den eigenen Gremien vorgelegt werden, ob die stimmig ist und was da drin steht und welche Planungen daraus hervorgehen. Ich bin nicht für die Abschaffung der KEF, gar nicht, deutlich zu sagen. D'accord. Sehr gut, dann haben wir den Punkt jetzt gelöst und können zur ersten Frage aus dem Publikum kommen. Wenn Sie sich kurz vorstellen könnten und dann die Frage stellen. Ja, mein Name ist Parmer, ich bin vom Landesmusikrat Berlin und wir haben jetzt seit mehreren Monaten, wenn nicht seit Jahren, schon den Versuch mit dem RBB Kontakt aufzunehmen und das zu machen, was Sie jetzt immer beschworen haben, aber selber nicht getan haben, nämlich Partizipation. Wir sitzen und werden jetzt wie im Fernsehen hier bespielt und KEF und KEC und Content und alles wechselt so ständig hier dem Besitzer. Die Frage ist ja tatsächlich, wie beteiligen Sie die Menschen, die ja nicht Bürger, sondern Beitragszahler sind, also an einem Produkt, für das sie zahlen, kein Mitspracherecht haben. Wie beteiligen Sie die adäquat? Welche Formate gibt es sozusagen, um die reinzunehmen? Und ich gebe mal ein Beispiel vom Hörfunk, der ja leider hier viel zu wenig vorkommt. Also ich glaube, wir haben 70 Anstalten, aber es wird die ganze Zeit von Frau Maischberger geredet oder so. Ich schaue überhaupt keinen Fern, außer vielleicht Arte. Den halte ich für den besten Sender und ich glaube, besser kann man es fast nicht machen. Und der würde sozusagen den Kultur- und Bildungsauftrag hervorragend bedienen. Warum ist das nur so ein Spartensender? Warum gibt es davon nicht mehr in den Hauptanstalten? Jetzt aber zu einem Beispiel der Partizipation. Wir hatten das Gefühl, dass der RBB seit seiner Reform immer schlechter wird, haben diese Kritik aufgenommen und haben eine Umfrage gemacht mit 1500 Rückmeldungen. So groß, glaube ich, war noch gar keine einzige ARD-Umfrage bisher.
Die Ergebnisse haben wir zurückgespielt und haben dann mit den Programmverantwortlichen den Dialog gesucht. Mittlerweile sind die leider unter Massagesesseln verschwunden oder Ähnlichem, was wirklich bedauerlich ist. Aber wir würden sagen, das wäre eine wichtige Form zu institutionalisieren, dass Menschen reinkommen. Wir hatten eine Veranstaltung mit 300 Hörern und wir hatten eine Veranstaltung mit 100 Hörern. Und wir haben über Moderation gesprochen, über Musikauswahl, über Bildungsanspruch. Das sollte man machen. Wie kann man das sozusagen Ihrer Meinung nach institutionalisieren? Dankeschön. Das geht nämlich weiter als die Eingaben, von denen Sie vorhin gesprochen haben, sondern wie kann man quasi noch andere Wege, andere Kommunikationskanäle schaffen und Menschen eher einbinden, unabhängig von den Eingaben, die Sie bekommen? Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag. Das ist eben von sehr, sehr vielen Menschen aus unserer Online-Beteiligung erwähnt worden. Und wir haben, Herr Meyer-Lauber hat es ja eben vom WDR besprochen, wir haben diesen Publikumsdialog, den wollen wir ganz ausdrücklich in den Medienstaatsvertrag in einen Paragraphen 31 aufnehmen, der dann auch wirklich diesen Titel auch tragen wird. Dieser Paragraph 31 wird künftig heißen Satzungen, Richtlinien, gemeinsame Maßstäbe, Berichtspflichten und Publikumsdialog. Wir wollen das wirklich gesetzlich vorgeben, dass es für alle öffentlich-rechtlichen Anstalten verbindlich ist. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, oder was wir auch mit den Intendantinnen und Intendanten besprochen haben rund um den Staatsvertrag und die Entwicklung des Staatsvertrages, war einerseits das ARD-Modell mit dem Zukunftsdialog. Das ist auch super dokumentiert auf der Seite. Wir haben uns aber auch angeschaut, was ist damals in der Schweiz passiert. Und da ist so ein richtiger Ruck durchgegangen. Und nicht nur durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das, was Herr der Betz angesprochen hat. Da haben am Ende alle Qualitätsmedien, auch die Printmedien, haben für Qualitätsmedien in der Schweiz geworben und haben sich quasi wirklich an Leserinnen und Leser, an Hörerinnen und Hörer, aber auch an Zuschauer gewandt. Und die SRG, die Schweizerische Rundfunkgesellschaft, hat jetzt wirklich auch in der ganzen Verwaltungsstruktur das so umgebaut, dass sie da eine Abteilung haben, die sich jetzt wirklich um Audience kümmert und die auch interaktive Formate versucht und zu ermöglichen. Es gibt heute gerade in der digitalen Welt viel mehr Möglichkeiten, partizipativ vorzugehen. Wir als Gesetzgeber können nur sagen, das wollen wir so aufnehmen. Aber wie gesagt, der Staatsvertrag ist wieder das Abstrakte und dann müssen die 11 Anstalten daraus kluge Konzepte entwickeln. Aber ich glaube sehr, dass das mit den engagierten Gremien jetzt auch gehen wird. Dankeschön. Hätten Sie da direkt eine Idee, wie das konkret aussehen könnte? Also Sie haben wahrscheinlich schon versucht, das über Ihren Vertreter, hat der Musikrat einen Vertreter im Rundfunkrat, im RBB? Ja. Also gibt es beim HR auch. Ich kann da wirklich nur empfehlen, da muss man mehr Druck machen. Ja, man muss wirklich immer wieder sagen, ich möchte, dass da mehr einfach auch im Programm passiert. Ich weiß, bei uns im HR gab es so eine heiße Diskussion, als die Kulturwelle neu sortiert werden sollte. Das war ein Aufstand, zu Recht, von gar nicht vielen Leuten, das waren vielleicht 1000, aber eben die, die das gehört haben. Und das wurde sehr schnell gestoppt und blieb dann vieles so genau, wie die Leute das auch gewohnt waren. Also hilft eigentlich nur Druck. Aber wie Frau Rapp schon gesagt hat, mehr Bürgerbeteiligung, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Der MDR ist da auch schon relativ weit. Die machen schon solche Sachen. Da können es die Hörer und Zuschauer melden und sagen, das und das gefällt mir nicht oder das hätte ich ganz gern. Das muss viel offensiver gemacht werden in Zukunft. Das hat bisher komplett gefehlt. Immer mit dem schönen Argument der Programmautonomie, aber der Bürger ist der Programmdirektor sozusagen. Dankeschön. Also nehmen wir mit, Dialog ist mehr als Frage-Antwort. Vielleicht kann man das im Protokoll niederschreiben. Wir haben eine zweite Frage, wenn Sie sich kurz vorstellen würden. Gerne. Mein Name ist Philipp Otte. Ich habe viele Jahre für einen privaten Nachrichtensender gearbeitet und forsche mittlerweile zu Fragen von Digitalisierung und Transformation von Öffentlichkeit und Medien. Ich hätte eine Frage an Herrn Beetz. Ich fand Ihre Analysen und Kritiken sehr erfrischend und würde da auch zustimmen.
Eine konkrete Frage habe ich zum Kritikpunkt der fehlenden Cross-Promotion. Sie hatten da den Disput mit Herrn Harris angesprochen. Was mich interessieren würde, was sind denn die konkreten Gründe, die dagegen ins Feld geführt werden? Also ich könnte mir vorstellen, zum einen geht es darum, dass die individuelle Quote von das Erste immer noch als Legitimationsgrund quasi hochgehalten wird. Oder liegt es eher daran, dass es an einer übergreifenden Markenstrategie fehlt, also dass man Sorge hat, dass die Haupt- oder die Marke das Erste kannibalisiert wird in dem Moment, wo man die Spartensender quasi im eigenen Programm prominent aufführt? Was war da Ihre Erfahrung? Was würden Sie da sagen? Also meines Erachtens liegt es ausschließlich an dem Quotengesichtspunkt. Herr Harris, ich habe die letzte ARD-Sitzung, die ich miterlebt habe, Anfang 2017, da war genau das Thema Crossbow. Ich habe das selber aufgegriffen. Und da war eigentlich in der Intendantenrunde sofort Konsens, ja, das muss gemacht werden. Aber Harris war dagegen. Weil für ihn war das erste Programm die ARD und nicht der ganze Rest, in Anführungszeichen, an Spartenprogramm. Und das hat sich merkwürdigerweise, obwohl ich Frau Strobel, als sie ihr Amt angetreten hat, genau auf den Punkt angesprochen habe und gesagt habe, das muss doch jetzt mal besser. Ja. Es ist kein Deut bisher passiert, gar nichts. Und Sie sehen, wie man es besser machen kann, das ZDF. ZDF wirbt für ZDF Info, das wirbt für ZDF, was haben wir noch, Neo. Ob man die Sender noch braucht, ist eine andere Frage. Weil also ich hoffe, dass das gestrichen wird. Die Länder hätten es meines Erachtens längst streichen sollen, genauso wie ARD One, weil das alles andere als die Programme sind, die 2015 mal vorgelegt worden sind mit konkreten Programminhalten, die eigentlich sogar Anlage zum Staatsvertrag und damals verbindlich geworden sind. Sie können erkennen von ZDF Neo oder von ARD One überhaupt nichts mehr von dem, was da damals festgelegt worden ist. Da tun auch die Gremien aber komischerweise nichts. Ich habe den ZDF-Fernsehrat mal darauf angesprochen und gesagt, guckt euch doch mal ZDF Neo an. Das ist dann nämlich das, was ich mal zugesagt habe. Passiert aber nichts. Also das ist der Hauptpunkt für mich. Es bleibt, man will für das Erste nur im Ersten werben und nicht für was anderes. ZDF macht es viel besser. Und ZDF hat dadurch auch die Quoten, ich sage jetzt ausnahmsweise nochmal Quote, aber ZDF Info hat mittlerweile 2%. Das ist eine Menge in der heutigen Zeit. Aber eben, weil es beworben wird und macht auch ein hervorragendes Programm. Ja, nur auch da, weil es eben beworben wird, gucken Sie mal, wie Leute. Und bei der ARD fehlt das nach wie vor. Ich kann das nur unter Quotengesichtspunkten verstehen. Und das ist deshalb heute auch gar nicht mehr relevant, weil man ja vieles schon vorab in die Mediathek stellt. Also die Quote, die man früher im ersten Programm gerne haben wollte, kann man gar nicht mehr bekommen, wenn man Dinge vorher schon in die Mediathek stellen, Leute sich da angucken. Also ist eigentlich dieser Quotengesichtspunkt ist nicht mehr relevant, aber er scheint in der ARD immer noch das entscheidende Kriterium zu sein. Das wäre jetzt ein Punkt, den ich schon angesprochen habe, Eigeninteresse als Stolpersteine. Vielleicht da auch nochmal selbstkritisch zu hinterfragen, wie man denn vielleicht eher zusammenarbeiten könnte als gegeneinander. Wir haben eine weitere Frage und dann noch ein, ja, wenn Sie sich vorstellen würden. Ja, mein Name ist Sissi Pitzer, ich bin Medienredakteurin, Medienjournalistin und arbeite im Moment für den Bayerischen Rundfunk, für die Politikredaktion. Und ich würde gern ein bisschen Wasser in den Wein gießen, der hier kredenzt wird, weil dass sich Rundfunkräte selber gut finden, kann ich ja verstehen. Und sicherlich sind das Gremien, die auch sehr wichtig sind für uns, die wir Programm machen. Aber ich kann Ihnen nicht ganz folgen mit dem, was Sie gesagt haben, Herr Meyer-Lauber. Also ja, die Programme, es gibt Rundfunkräte, die durchaus sinnvolle und nachvollziehbare Programmkritik und Analyse betreiben. Aber meine Erfahrung, ich beobachte die Rundfunkräte jetzt schon seit über 30 Jahren, ist, dass die Partikularinteressen, Sie haben gerade von den Partikularinteressen der Sender gesprochen, bei den Rundfunkräten halt auch sehr ausgeprägt sind. Und wenn Sie fordern, man muss flexibler werden, man muss schneller neue Formate erfinden, Klammer auf, was ehrlich gesagt passiert in allen Sendern, würde ich mal sagen, dann kann ich nur sagen, sobald irgendetwas abgeschafft werden oder verändert werden soll, dann schreien genau die Rundfunkräte und Rätinnen, die davon betroffen sind. Also machen Sie irgendwas im Bereich klassischer Musik, dann kommen die entsprechenden Leute und sagen, nee, geht überhaupt nicht, machen Sie was im Bereich Sport, verändern Sie da was, kommen die entsprechenden Funktionäre. Also das ist
der auch die Aufschreie, die man da zu hören bekommt und die Knüppel, die dann auch die Redaktionen, die neue Konzepte entwickelt haben, zwischen die Beine geworfen kriegen, sind sehr, sehr groß. Also von daher finde ich das ein bisschen schwierig, wie stark sollen und wollen Sie da überhaupt mitreden und wie stark wäre es nicht vielleicht eher sinnvoll, dass man sagt, insgesamt, was Frau Raab ja auch in den Medienänderungsstaatsvertrag reinschreibt, müsste die Flexibilisierung größer sein, damit die Redaktionen aus sich heraus, die sind ja auch nicht blöd, die haben ja auch Ideen, reagieren können, auch gute Vorschläge aufnehmen können, wenn auf der anderen Seite das Beharrungsvermögen eben gerade auch bei den Rundfunkräten extrem hoch ist und da eben Druck in die andere Richtung gemacht wird. Das war jetzt weniger eine Frage, aber ich fasse mal zusammen, vielleicht eher mehr Flexibilisierung anstatt mehr Vorgaben. Jetzt wurden Sie angesprochen, aber oder auch Frau Raab, Herr Meyer-Lauber, was denken Sie? Sie haben recht in Ihrer Kritik und ich habe auch recht, weil es Sohne und Sohne gibt, auch in Rundfunkräten, das ist abhängig. Und ich habe mich ja immer auch als Manager eines Rundfunkrats und Co-Manager eines Senders gesehen. Und dann müssen Sie bestimmte Diskussionen einfangen und unterbinden und auch deutlich machen, was die Meinung des Rundfunkrats ist und was die Meinung Einzelner ist. Dass es da stark konservierende und konservative, die Kampagnen haben wir im WDR auch gehabt, als wir WDR 3 verändern wollten, also die alte Klassiklinie. Wir hatten nur hinterher dreimal so viel Zuhörer. Mal so nebenbei, das war das Ergebnis der Reform und da war auf einmal dann Ruhe im Karton. Man hat da, das ist nicht ohne Konflikte, das ist nicht ohne Konflikte. Und ich glaube auch, dass wir viele Redaktionen haben, die große Innovationsfähigkeit haben, die aber dann auch oft in den Hierarchien lange braucht, um sich durchzusetzen. Ich sage es mal höflich. Meine Beobachtung war, als die Corona-Krise losging, so Mitte 2020, und die unmittelbare Aufsicht über die Redaktionen nicht mehr so eng war, weil viele in Homeoffice waren, weil auch zig neue Themen und Aufgaben kamen, da war das beste Programm in der Zeit. Da waren auf einmal viel mehr neue Ideen da und wurde viel flexibler Programm gemacht. Wurde auch die Diskussion mit der Öffentlichkeit gesucht und, und. Also es ist so ein bisschen... Am Ende hängt das an der Ausrichtung der Gremien und des Senders und es hängt in dem Kompromiss zwischen dem Steuerungsbegehren des Rundfunkrats auf der einen Seite und natürlich der Pressefreiheit und der Autonomie der Redaktion. Klar, klar. Aber ich will nur sagen, bei der Formatentwicklung erleben wir dann immer mal so Wallungen in eins. Auch der RBB hat wichtige Reformen und gute neue Programmmarken gemacht in den letzten Jahren. Und dann ist auf einmal wieder Pause. Und das habe ich im WDR genauso erlebt, dass es immer wieder so Wellen gibt und vielleicht muss es auch so sein, aber ich fand das ein bisschen schwierig und im Moment würde ich mir gerade so eine Welle wünschen, wo wir nochmal in Richtung Programm Innovation wieder gehen. Ja, die Verteidiger im Rundfunkrat haben sie, klar, aber ich sage mal, der Bauernverband hat im WDR-Rundfunkrat einen Sitz. Den nimmt mal einer so wahr und mal einer so. Aber das ist ja keine Mehrheit im Rundfunkrat. Und damit muss man auch umgehen lernen, was Mehrheiten sind und was nicht. Vielen Dank. Und wir haben noch einen Fragenden. Ja, also mein Name ist Christian Arndt. Ich komme wie Herr Betz aus dem Sendegebiet des Hessischen Rundfunks und wollte da anregen, also zweiteilig Statement und Frage, diese Townhall-Sendungen, von denen heute schon gesprochen wurde, die gab es, die wurden aber abgesetzt, sowohl im Fernsehen wie im Hörfunk, zumindest beim HR, weil die halt vielleicht nicht so die Quote gebracht haben, aber vielleicht einen großen Demokratiebeitrag geliefert haben. Da frage ich mich aber dann, wer bestimmt die Kriterien, wo sind die Programmbeschwerden? Und der zweite Teil der Frage ist, wir haben so viel über die Ermächtigung der Gremien gesprochen, die ja auch über den neuen Medienstaatsvertrag hoffentlich erreicht wird. Aber wie genau soll das passieren, wenn Rundfunk einerseits Ländersache ist, auf der anderen Seite wir aber, ich sage es jetzt mal martialisch, Waffengleichheit herstellen müssen, dass die Rundfunkräte überall so aufgestellt sind, wie sie im WDR ja nach Auskunft von Herrn Meyer-Lauber und auch von Herrn Zurbrücken und Herrn Buro schon sind. Im Hessischen Rundfunk ist das noch nicht der Fall. Haben Sie da eine Idee, wie man diese
ich sage es jetzt nochmal, Waffengleichheit herstellen kann, dass die Gremien mächtiger werden können. Frau Raab, die Frage gebe ich mir gleich an Sie. Entschuldigung, Herr Beetz. Das würde ich auch total gerne aufnehmen, weil ich beide Perspektiven kenne, sowohl die als Gremienmitglied, früher auch mal Rundfunkrat und dann auch Fernsehrat, aber auch auf der anderen Seite Politik gestalten darf, indem ich eben auch am Staatsvertragswesen mitarbeite. Und deshalb kenne ich auch Gremienarbeit von innen und teile das, was Herr Meyer-Lauber gesagt hat. Jeder nimmt Aufgaben im Ehrenamt unterschiedlich wahr. Das ist in der Gewerkschaft so, das ist in der Kirche im Pfarrgemeinderat so und das ist auch im Gremium einer Rundfunkanstalt so. Sie haben die total engagierten Leute. Ich kann mich selber erinnern an total streitige Diskussionen, die wir im Südwestrundfunk hatten, eine Zwei-Länder-Anstalt nach einer Fusion. Wie viel Baden-Württemberg ist im Programm, wie viel Rheinland-Pfalz ist im Programm, um einfach mal so ein plastisches Beispiel zu nennen. Und wie sieht eine Studiolandschaft aus? Und plötzlich ging es nach vielen Diskussionen so, dass es ein gemeinsames Studio sogar gibt für Mannheim und Ludwigshafen, was logischerweise nur auf einer Seite, in einem Land sein kann und nicht in beiden. Also es wird in Gremien gestritten, um unterschiedliche Themen, aber natürlich auch mit einem unterschiedlichen Engagement. Ich will aber Ihre Frage, was können wir noch tun, um sie zu erstarken? Wir müssen ganz viel tun. Ich habe eben diese drei Punkte genannt, dass ich glaube, dass wir auch das Ehrenamt ertüchtigen müssen. Ich halte auch an der Ehrenamtlichkeit fest. Ehrenamt kann für mich mit ganz großer Kompetenz einhergehen und sollte es auch. Wir haben über die Ausstattung der Gremienbüros auch gesprochen und wir haben über die Einbindung von Sachverständigen gesprochen. Haben wir heute schon beim 3-Stufentest, werden wir aber bei der Flexibilisierung brauchen. Und vielleicht gestatten Sie mir noch mal, wir reden über die Flexibilisierung. Was passiert denn? Wir gehen im Moment nur an den Fernsehbereich, weil das im Hörfunk gerade angesprochen worden ist. Es wird weiterhin beauftragt, die Programme von ARD, von ZDF und alle Deutschlandradio, also auch Hörfunk, im Bereich der ARD dritten Programme werden wir aber nur die dritten Programme weiter beauftragen. Wir haben kein Zugriffsrecht auf die 64 Hörfunkwellen, die Sie eben in Ihrem Beitrag angesprochen haben, weil die eben in neun anderen Staatsverträgen auch bestimmt werden. Wie soll diese Flexibilisierung aussehen? Das heißt, es fallen jetzt die Spartenkanäle weg. Oder sie fallen nicht weg, sie müssen nicht mehr zwingend linear ausgestrahlt werden. Nämlich hier Neo, One, Info und so weiter und so fort. Auch Phoenix kann flexibilisiert werden. Auch Kika könnte lange flexibilisiert werden, habe ich mich lange gegen gewehrt. Aber ich wollte nachher der Anhörung nicht widersprechen. Aber es kann ja nur aus der linearen Beauftragung rausgenommen werden, muss aber nicht. Wir haben uns aber klar dafür eingesetzt, dass die beiden europäischen Kanäle Arte und Dreisat zwingend auch linear ausgestrahlt werden müssen, weil es auch ein politisches Signal in die europäische Medienlandschaft hinein ist. Wir erleben gerade, dass die neue Regierung Macron den Rundfunkbeitrag streicht und jetzt aus den Mehrwertsteueranteilen finanzieren will. Wir erleben, was in der Schweiz passiert ist, was Boris Johnson, solange er noch im Amt ist, angestrengt hat. Und deshalb haben wir klar gesagt, Europa muss bleiben. Und wenn jetzt etwas aus der linearen Beauftragung rauskommt, brauchen wir auch Sachverständigenexpertise. Wir brauchen eine rege Diskussion in den Gremien. Und deshalb müssen wir die Gremien auch wirklich hier stark machen, dass sie diese Entscheidung, die herausfordernd ist, auch bewerkstelligen können. Okay, vielen Dank. Jetzt hat mir Herr Beetz gerade gesagt, er kann ruhig später sprechen. Dann haben wir noch noch eine Frage. Günter Herkel, freier Medienjournalist, bis im vergangenen Jahr auch für diverse ARD-Hörfunksender tätig.
Manchmal wünsche ich mir ja, aber das geht jetzt dann eigentlich an den Veranstalter, man hätte auch irgendwie so eine Fundamentalopposition auf dem Podium sitzen. Wie Sissi Pitzer vorhin schon gesagt hat, ein WDR-Rundfunkrat, der ehemaliger, der findet natürlich den Rundfunkrat gut, ein Historiker, der zeichnet die großen Linien nach und so weiter. Also man ist da im Grunde genommen irgendwie sehr schnell einer Meinung und nur in Nuancen weicht man voneinander ab. Also man muss nicht gleich einen AfD-Vertreter, der sagt AfD statt ARD, einladen, aber selbst der RBB hat auf dem Höhepunkt des Skandals eine Sendung gemacht in seinem Programm, wo er halt beispielsweise einen Ulf Poschardt eingeladen hat. Also den finde ich jetzt nicht so besonders toll, aber man hätte das ja auch mit Claudia Tischke machen können, also auf jeden Fall in einer substanziellen Kritik irgendwie die mit einzubeziehen. Aber das war jetzt sozusagen mein Lamento, weil das wieder eine verpasste Chance ist. Ich war ein bisschen überrascht, Frau Raab, als Sie sagten, wir sind up to date. Ich meine, dieses ganze Beteiligungsverfahren und die Erstellung des Entwurfs für den Medienstaatsvertrag, das lief ja alles vor den Skandalen. Finden Sie wirklich, dass das nichts ändert? Also wenn da beispielsweise den Gremien noch zusätzliche anspruchsvolle Aufgaben aufgebürdet werden und wir gerade hier von der Frau, die heute sich hat entschuldigen lassen, weil sie inzwischen zurückgetreten ist, den Satz gehört haben, wir sind keine Profis, wir sind keine Experten. Also die Rundfunkratsvorsitzende des RBB, die über 2-3 Gebührenperioden in diesem Rat gesessen hat. Dieser Rundfunkrat, der genau den Verwaltungsrat, der halt dann gelegentlich, ich glaube, sie waren nicht im Urlaub mit der Intendantin, aber dieses Bonussystem ausgearbeitet hat und die dann weggucken, weil sie selbst daran beteiligt sind. Das ist doch unmöglich. Da muss man doch grundsätzlich auch an die Verfasstheit der Medien rangehen. Dann geht es ja nicht nur um ein bisschen Fortbildung, Qualifizierung, sondern da muss eine wirkliche Kontrolle stattfinden. Und eine letzte Sache, das geht dann vielleicht an alle, weil das hier auch steht, irgendwie auf dieser Einleitung. Solide Finanzierung garantieren, gleichzeitig Akzeptanz in der Bevölkerung und so weiter. Ne? Das brauchen wir. Ich glaube, genau diese Akzeptanz und Legitimation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wird immer mehr in Frage gestellt. Eine Akzeptanz, die in der Pandemie gewachsen ist, ne? Also großer Vertrauensvorschuss für die Öffentlich-Rechtlichen. Und der jetzt, dieser Vertrauensvorschuss wird jetzt wieder verspielt durch die Fülle von Skandalen. Es geht ja nicht nur um den RBB, NDR, politische Filter. Im Moment läuft beim MDR, wird ein ehemaliger Verantwortlicher irgendwie vor Gericht gestellt wegen Betrug. Alle Sender versuchen verzweifelt, ihre Compliance-Regeln zu überprüfen, ob da nicht doch ein paar undichte Stellen sind und so weiter. Also, letzter Satz. Wir hatten vor anderthalb Jahren halt diese Auseinandersetzung mit Sachsen-Anhalt. Natürlich kommt aus der Ecke jetzt schon wieder die kategorische Forderung, es kann keine Beitragserhöhung geben. Ich würde vorschlagen, dass Sie sich mal wieder für das Indexierungsverfahren erwärmen. Angesichts der Inflation könnte das vielleicht die Lösung zur Rettung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein. So, Frau Raab, das ging direkt an Sie. Ja, da sind ja ganz viele Themen angesprochen worden. Ich versuche das kurz zu machen. Und jetzt konnte ich nicht mit Frau Tischke oder Herrn Hahnfeld diskutieren. Das wäre super spannend gewesen. Aber Sie haben ja viele, viele Punkte auch aufgebracht. Und deshalb will ich das versuchen, eben aufzunehmen. Ja, ich glaube, wir sind up to date, denn was wir jetzt in den Medienstaatsvertrag reinschreiben, ist eine Allgemeingültigkeit dessen, was für ZDF und Deutschlandradio schon lange gilt, was aber bisher für die ARD nicht gegolten hat, nämlich die erweiterte Richtlinienkompetenz ist dort im Paragraph 20 im ZDF-Staatsvertrag und Deutschlandradio-Staatsvertrag analog genau die ganze Zeit schon festgelegt. Und wir haben aus anderen Gremien da Erfahrungen gemacht, die gezeigt haben, dass mehr Transparenz und Compliance eben auch hier positiv wirkt. Und ich will noch mal sagen, da klingt jetzt so, jetzt klingt da was auf und jetzt gibt das. Wir haben ja im Moment einen relativ anarchischen Zustand beim RBB. Es ist
eine Situation, die ja jeden Tag uns scheibchenweise leider unerfreulich zurücklässt, weil hier auch kein geordnetes Verfahren der Aufarbeitung stattfindet. Und ich hoffe sehr, dass es dem Rundfunkrat gelingt, hier eine Untersuchungskommission einzusetzen. Und es gibt Vorbilder, die es hier auch schon mal in einer anderen ARD-Anstalt gegeben hat, die Sie gerade angesprochen haben, nämlich den MDR und die Causa Voth, die noch eine von 32 Verfahren ist, die damals eben angestrengt worden sind. Und das ging aus von der damaligen oder der heutigen Intendantin, die damals Justiziarin war, die sich sogar im Sender dagegen aufgestellt hat. Und dann hat man ein Trio von Forensikern, von Verwaltungs-, von Managementleuten und anderen eben aufgemacht, die aufgearbeitet haben. Und diese Causa Voth wird zufällig jetzt erst vor Gericht verhandelt, weil der Herr krank war. Und das möchte ich mal einfach sagen, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber es fällt jetzt zufällig in den Monat September miteinander zusammen und dennoch sei es in so einem Gremium wie hier gestattet, dass man es auseinanderklamüsert. Und das, was beim NDR da jetzt kommt, das muss jetzt aufgearbeitet werden. Die Vorwürfe müssen ausgeräumt werden oder wenn sie nicht ausgeräumt werden können, muss es Abhilfe geschaffen werden. Das ist ganz klar an dieser Stelle. Und ich habe mich genauso überprüft, sind wir up to date oder sind wir es nicht. Und wir haben das auch getan. Aber wenn man, und wir haben lange gerungen, bis wir zu dieser Formulierung gekommen sind. Und ich weiß, dass sehr viele kritische Anmerkungen gekommen sind. Und Herr Meyer-Lauber war zu der Zeit auch noch Rundfunkratsvorsitzender der ARD. Er war an vielen Schalten noch beteiligt, wo wir überlegt haben, wie können wir die Gremien so stark machen? Wir haben ja das auch in einem Diskurs erarbeitet und letztendlich haben wir uns auf die Wegstrecke gemacht, es im Sommer so zu finalisieren. Da war von RBB überhaupt noch keine Spur. Was war unser inneres Bedürfnis heraus, dass wir die Gremien als Parlamente der Anstalten, als Stimme der Gesellschaft stärken und Publikumsdialog und diese Dinge einbauen. Und jetzt brauchen wir Dinge on top. Und ich weiß aus Gesprächen jetzt mit Intendantinnen, Intendanten, dass die ARD auch eine Abfrage gestartet hat, wer hat welche Transparenz- und Compliance-Regeln. Da wird der MDR vielfach als Vorbild genannt. Ich weiß aus anderen, dass das jetzt in der juristischen Kommission aufgearbeitet wird, ein Vorschlag erarbeitet werden soll. Und wir werden auch in der Rundfunkkommissionssitzung im Ende September darüber beraten, was hier an Vorschlägen kommt und wie wir damit umgehen und ob wir möglicherweise noch justieren müssen. Aber dieses Thema Flexibilisierung, Stärkung des Auftrages und auch die Gremienstärkung, da sind wir fein mit. Aber was noch an Transparenz und Compliance kommt, werden wir uns angucken. Und ich glaube, das tut auch Not. Aber jetzt warten wir auf die Aufarbeitung aus der ARD. Und dann werden wir darüber beraten. Aber es wird dann möglicherweise der vierte Medienänderungsstaatsvertrag und nicht der dritte. Und last but not least, die Indexierung ist ein Vorschlag gewesen, einer von mehreren. Und wir haben gesagt, dass wir über das Beitragserhebungsverfahren weiter sprechen werden. Will aber auch sagen, dass nach dem letzten Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das die Rolle der KEF noch mal besonders stark gewürdigt hat, ich noch nicht so richtig sehe, wie wir zu einer anderen Lösung kommen im Moment. Wir müssen gucken. Aber wir haben das nicht auf den Scheiterhaufen gelegt, sondern das ist noch im Diskussionsrondell. Vielen Dank. Wir haben noch einen Redebeitrag. Ich würde noch ganz kurz dazu vielleicht sagen, dass eben nicht nur die Schockwellen beim RBB gerade laufen, sondern durch alle Sendeanstalten, weil es natürlich alle betrifft und wir uns alle fragen müssen, welche strukturellen Probleme gibt es. Ich würde Sie bitten, das kurz zu halten, sich kurz vorzustellen. Und das ist die letzte Frage. Ja, mein Name ist Norbert Lippock, ich bin Rechtsanwalt und habe Mandate auch in dem Medien- und freien Bereich. Ich möchte auf einen Punkt noch mal eingehen, der am Anfang genannt wurde, aber auf den gar nicht mehr eingegangen wird. Und zwar
diese Ausgabenstruktur. Ich bin ein großer Verfechter des öffentlichen Rundfunks und denke auch, dass diese 60 Cent nicht zu wenig ist. Kinokarte kostet 10 Euro in Berlin und die Streamingdienste sind auch teuer. Aber es ist doch schon irgendwie drei Punkte. Zum einen, der interessierte Bürger schüttelt doch schon mit dem Kopf, wenn er erfährt, was die Intendanten verdienen. Das heißt, die Intendanten verdienen unterschiedlich mehr wie der Herr Bundeskanzler und jedes Minister. Das heißt, die eine Frage, warum muss das so sein? Und dann dieses Bonussystem, irgendwie, wie kann sowas überhaupt existieren? Das Zweite ist die Frage, wie wird dieses Geld einfach ausgegeben? Was man so liest und sowas, ist ja so, dass die Ausgabenstruktur durch zwei Punkte sehr stark geprägt ist. Das eine ist das Altersrentensystem in den öffentlichen Rundfunkanstalten. Das scheint mir relativ hoch. Ich bin durchaus Verfechter für die betriebliche Altersversorgung. Aber wenn man das vergleicht, was es in anderen Bereichen gibt, ist es doch sehr hoch und bindet im Grunde genommen auch die Ressourcen zum großen Teil des öffentlichen Rundfunks. Das Zweite ist die Frage, hier schreibe ich jetzt, sage ich jetzt als Anwalt, dass diese Wiederholung. Nach meinem Informationsstand ist es so, dass die öffentlichen Rundfunkanstalten in der Regel die ausschließlichen Senderechte erwerben. Das heißt, das führt dazu, dass die Autoren ständig Wiederholungshonorar bekommen. Und das Zweite ist, dass durch dieses System natürlich ist es viel günstiger, ein Wiederholungshonorar zu bezahlen, als eine neue Sendung, als zum Beispiel, was hier auch hier genannt worden ist, Dokumentationssendung, irgendwie scheint mir auch zu wenig irgendwie zu produzieren, sondern man greift immer in die Mottenkiste und sendet im Grunde genommen jeden Tag am Tag 10 Tatorte, können Sie ja mal sehen, Sie auch in den dritten Programmen. Das heißt, hier wird finanziell ein System installiert, dass diejenigen, die produziert haben, immer wieder aus dem Topf irgendwie was bekommen, aber meines Erachtens nach verhindert diese Bindung auch dass hier für neue Produktionen Mittel bereitgestellt wird. Und von daher meine Frage, der oder die sich berufen fühlt, ob sich hier Änderungsbedarf sehen. Dankeschön, Herr Beetz. Was denken Sie? Also zu dem ersten Punkt, das war, glaube ich, Alterssorgen, was Sie angesprochen haben. Da hat sich schon sehr viel bei den Sendern getan. Die Probleme sind die Altversorgungen. Das sind also Systeme, die man in den 70er Jahren entwickelt hat. Die sind aber alle längst eingestellt. Und wenn man mal vergleicht, wie heute die Versorgung aussehen, da hat sich schon sehr viel getan. Da wird also schon deutlich weniger Geld aufgewandt. Aber die Altlasten, Ihnen als Anwalt muss ich jetzt sagen, Sie können eine Versorgung, die Sie zugesagt haben, nur unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen ändern. Und das ist schon was, es ist schon was passiert, aber das ist ein Rucksack, den die Sender mit sich rumtragen, gebe ich Ihnen recht. Die andere Frage mit den Wiederholungen. Es sind oft Sendungen, die wiederholt werden, wo man die Rechte in der Tat komplett gekauft hat, was aber in jüngster Zeit immer schwieriger wird, weil meistens auch digitale Verbreitungsmöglichkeiten mit erworben werden müssen. Und deswegen sind inzwischen diese Rechteerwerbe deutlich schwerer geworden und sind auch nicht mehr zu finanzieren. Wenn Sie wirklich alle Rechte kaufen wollen, das können Sie gar nicht mehr bezahlen. Deswegen gibt es da nur einzelne individuelle Regelungen. Manches wird mal voll gekauft, vor allen Dingen bei Dokumentationen, aber sobald es um Spielfilme oder Ähnliches geht, kriegen Sie die Rechte gar nicht mehr komplett rein. Die Frage Wiederholung, ja, gebe ich Ihnen recht, es wird auch relativ viel wiederholt. Ob das alles so sein müsste, das ist eine Frage, die die Programmfachleute beantworten können, das kann ich nicht, aber das merkt man jetzt ja auch wieder, es sind gerade im Sommerloch enorm viele Wiederholungen gesendet worden. Das ist ein altes Thema. Manchmal wäre weniger mehr, gebe ich Ihnen recht. Und man muss nicht bis in die tiefe Nacht senden, sondern man kann ein bisschen früher Schluss machen und dafür das Geld dann für bessere, qualitätsvollere Programme aufwenden. Frau Raab? Ich würde das Thema Kostentransparenz, das Sie angesprochen haben, noch mal gerne fokussieren. Das ist nämlich genau etwas, welches aus der Anhörung von vielen, vielen vorgetragen worden ist und was wir uns zu eigen gemacht haben für den Staatsvertrag, nämlich eben, dass neben der inhaltlichen formalen Qualitätsstandards eben auch standardisierte Prozesse zur Überprüfung
geschaffen werden sollen, aber auch vor allem zur besseren Überprüfbarkeit und Kontrolle der Haushalts- und Wirtschaftsführung unter Einbeziehung der KEF, vergleichende Kontrolle und Ressourceneffizienz und eben transparent machen, für was welches Geld ausgegeben wird. Das Schönste, was die Menschen sich, nicht das Schönste, sondern das, was gewünscht wird, ist, dass die Beitragszahlerinnen und Zahler wissen, was kostet das Traumschiff, was kostet der Tatort, was kostet die Live-Übertragung eines Konzertes. Das wollen Beitragszahlerinnen und Zahler heute wissen. Und genau das ist ein Punkt, den wir mit den Intendantinnen und Intendanten auch besprochen haben und der sich jetzt ändern muss. Dankeschön. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, ging es auch um die Gehälter der Intendantin. Und Sie fragten, warum ist es denn so, dass es verschiedene Gehälter gibt und da eben keine Erklärungsnot ist, warum sie so viel verdienen. Das hatten Sie, glaube ich, gefragt. Höher als der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler ist der Maßstab? Nein. Okay. Herr Mayer-Lauber, und dann würde ich gern Herrn Wagner das Schlusswort erteilen. Also, die große Schwierigkeit ist, was ist im Mediamarkt der Maßstab für die Leitung eines Unternehmens mit 4.000 festen Beschäftigten und 2.000 Freien? Das ist das Beispiel WDR. Sie können andere nehmen. Das ist eine Frage, die ungeheuer schwierig zu beantworten ist. Aber bitte? Ja, eine Einheit, die eine solche Größe hat, von der 6.000 Menschen per Beschäftigung abhängen. Okay, an der Stelle haben Sie ähnlich im öffentlichen Dienst, jeder Oberbürgermeister hat eine ähnliche Frage. Also das ist schon eine schwer auszurechnende Frage. Ich sage Ihnen polemisch jetzt, dass im Ruhrgebiet in jeder mittelgroßen Stadt der Chef der Stadtwerke mehr verdient als der Intendant des WDR. Nein, der Bürgermeister nicht, aber der Chef der Stadtwerke. Und von den Chefs der Sparkasse wollen wir mal schweigen. Sie haben da eine zerrissene Gehaltssituation, die ja auch, die kenne ich ja als Gewerkschafter in der Diskussion. Ist es anständig, wenn ein Chef 10-mal so viel verdient wie ein Beschäftigter? Oder 170-fach haben wir auch in der Privatwirtschaft. Winterkorn war mal das Beispiel dafür. Es ist extrem schwierig und am Ende haben sich manche Entscheidungen ergeben, indem man gesagt hat, wer steht denn überhaupt zur Wahl für einen Intendanten und wer ist bereit für das Geld, was wir bereit sind zu zahlen, zu arbeiten. Ich sage es Ihnen so konkret, wie es war. Es ist, ich kann das nicht legitimieren am Ende. Ich kann Ihnen nur eins sagen, beim WDR ist mit den letzten Intendanten sind die Gehälter nicht gestiegen. Punkt. Das war schon mal ein klares Signal. Ja, die Frage ist ja einfach, wie Sie in bestimmten Traditionen, wie Sie es bewerten. Und die Chefs der Bild-Zeitung und von RTL und sonst, wenn Sie die als Vergleichsgruppe nehmen, dann reden wir über ganz andere Dimensionen. Natürlich, weil die in völlig anderen Kategorien. Der Chef der Zeit verdient 3-mal so viel wie der Intendant des WDR. Ja, weiß ich doch, dass ein privates Unternehmen ist. Ich kann Ihnen da keine wirkliche Frage, keine Antwort drauf geben, auf diese Frage. Ich halte die aber nicht für die entscheidende Frage, das muss man auch mal sagen. Ja. Wir haben nur einen Intendanten und viele tausend andere Beschäftigte. Und da sage ich mal, für mich, ich habe vorhin schon gesagt, das Kriterium Bescheidenheit spielt an der Stelle eine Rolle und zwar deutlich vom Kopf nach unten und nicht umgekehrt. Und trotzdem würde ich da gerne noch, Herr Wagner, bevor Sie antworten, ganz kurz doch noch mal hinzufügen. Ich habe erst heute einen Artikel gelesen, dass selbst die Praktikantinnen beim Öffentlich-Rechtlichen häufig weiterhin nicht bezahlt werden. Und dann man sich natürlich fragt, wer kann sich dann ein Praktikum leisten und wer kommt dann in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wahrscheinlich dann nur die, die auch die finanziellen Ressourcen dafür haben. Herr Wagner, das Schlusswort vielleicht? Nee, ich wollte kein Schlusswort. Kein Schlusswort. Aber ich wollte genau an dieser Diskussion anknüpfen, wenn wir jetzt von ganz oben her Intendantengehälter sprechen und eben die Ausgabenpolitik kritisieren, die Situation für Freischaffende, für Praktikanten, für Kulturproduzenten. Ich gebe Seminar, wo ich Kulturproduzenten einlade, zum Beispiel Stichwort Wiederholungshonorar. Das Problem ist ja, dass die wegfallen, dass es die nicht mehr gibt und zum Beispiel Hörspielmacherinnen und Macher
haben ein konkretes Problem jetzt. Die sollen sparsam arbeiten, gemeint ist aber, die erwirtschaften nicht mehr das Existenzminimum, um gute Kultur machen zu können. Also wir müssen quasi schon auch immer die beiden Seiten sehen und die luxuriösen Jahre, die es jetzt als Historiker gesagt mal gab, die sind bei Weitem schon für diese Art von Kulturproduzenten, für Journalistinnen und Journalisten, die ihre Tagesarbeit tun, schon längst vorbei. Also da bitte nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Also da muss man deutlich beide Perspektiven einnehmen. Ich würde gern wenn das ein Schlusswort sein soll, würde ich es so formulieren, aber wir haben jetzt ganz viel über Organisation, über Struktur, über ob Unternehmen oder Einheit und so weiter gesprochen. Dieser mediale Wandel, da kommen wir auf Flexibilisierung zu, das ist die große Herausforderung. Wer fragt nach einem öffentlich-rechtlichen Content? Wo findet der den, wenn er ihn sucht? Wenn er ihn überhaupt sucht, das ist ja schon mal toll, dass er sie den sucht. Wie kommt dieser Content zu diesen Menschen? Wie verkaufe ich den? Wie kann ich den sozusagen deutlich machen? Ob das mit Cross-Promotion oder mit Mediathek oder was auch immer geht. Aber wir müssen ganz klar sehen, dass die Mediennutzungsverhalten komplexer werden, dass die sich total verändern. Ich höre meine Musik auch über Spotify weitgehend und. Also da ist ganz vieles im Fluss und das ist die entscheidende Herausforderung. Alles andere ist ein bisschen Nebenkriegsschauplatz auch eigentlich. Herr Beetz, dann doch das letzte Wort für Sie. Ja. Ihn wieder einzufangen von seinem Referat ausgehend, nämlich was Historie angeht. Ich möchte mal ein Zitat vorlesen, was der erste hessische Ministerpräsident Stock bei der Übergabe der Lizenzurkunde an den Intendanten des Hessischen Rundfunks 1949 im Januar gesagt hat. Das ist meines Erachtens so aktuell wie selten. Er hat gesagt: Hüten Sie aber auch den Äther, eines der heiligsten Güter eines Volkes, vor allem die Freiheit, unter der Sie selbst arbeiten können. Schenken Sie dem Geist der Freiheit und Demokratie Gehör. Wenn Sie einem Geist Gehör schenken, der Freiheit und Demokratie töten will, müssen Sie wissen, dass Sie sich und Ihrem Volke damit den Untergang bereiten. Sie dienen keiner Partei, Sie dienen keiner Sekte, Sie dienen keiner Gruppe von Parteien. Sie dienen dem ganzen Volke. Ihr schärfster Kampf muss daher denen gelten, die demokratische Freiheit und den Frieden der Welt zu stören versuchen. Das war Stock 1949. Das ist ein exzellentes Schlusswort. Dankeschön, Herr Beetz. Danke. Und hier, Herr Kofferath, möchten Sie noch auch kein Schlusswort? Dann bleibt mir nur übrig, oder Ihnen zu danken, dass Sie so lange geblieben sind, dass Sie fleißig mitdiskutiert haben und Sie darauf hinzuweisen, wir haben Getränke draußen, wir haben Snacks draußen, da können wir vielleicht einige der Diskussionen, die wir hier hatten, vielleicht noch mal in kleiner Runde nachverfolgen. Also vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause.